Peace, meine Lieben, Raucher, Nichtraucher, Dampfer, Tütengaser und Reinigungsfreunde. Ja, warum stehen hier so viele Staubsauger? Heute geht es, ich hatte es euch ja in einem meiner letzten Videos gesagt, um die Ergo Rapido Serie. CX7 Modelle, beziehungsweise Power 35 heißen die. Und mein 8 Jahre alten Ergo Rapido. Das Ding hier ist ab dieses 12 Volt System, ist 8 Jahre alt und das sind 18 Volt Systeme. Lithium-Ionen, diese beiden roten. Und das Ding 12 Volt und... läuft. Nach 8,5 Jahren läuft er immer noch. Dieser Staubsauger hat schon mehrere Sätze Nickel-Metall-Hydrid-Akkus gekriegt. Da sind ja immer 10 Akkus eingebaut und funktioniert einwandfrei. Aber der Wunsch, das war auch nicht ganz so einfach, die richtigen Akkutypen für dieses Modell zu finden, sage ich euch nachher. Sollte es noch irgendjemand in Deutschland geben, der so ein Modell im Einsatz hat. Wir sind hier wirklich schwer begeistert von dem Teil. Das Ding ist echt gut. Aber der Feind des Guten ist das Bessere. Und nach 8,5 Jahren war es jetzt endlich mal an der Zeit, mir für 13 Euro einen neuen Staubsauger zu organisieren, beziehungsweise für 25 Euro. Hier ist noch ein bisschen mehr Zubehör dabei, der ist auch im wesentlich besseren Zustand. Also ich habe mir für den schmalen Taler habe ich mir hier zwei neue Modelle besorgt, bei eBay Kleinanzeigen gebraucht, die gibt es so neu nicht mehr zu kaufen. Das sind die Power 35, also LI 35 heißen die. Die 35 kommen von der Laufzeit, also die Staubsauger, wenn sie voll geladen sind, laufen 35 Minuten und dann ist der Akku nachher irgendwann leer. Daher kommt der Name 35 Minuten Laufzeit. Da sind ganz spezielle Akkus, was heißt ganz spezielle? Das sind Lithium-Ionen-Akkus verbaut, 18650er Powerzellen mit 1500 mA. Den habe ich natürlich gepimpt. Der läuft jetzt deutlich länger, weil ich größere Akkus, also mit einer größeren Kapazität da eingebaut habe, 25% längere Laufzeit hat er. Das könnte man sich natürlich ausrechnen. 44, 33.
komm an der knapp 44 Minuten würde der jetzt laufen. Also der entspricht diesen AN 45er Modellen jetzt. Ja, da sind auch einfach nur etwas kapazitätsstärkere Akkus drin. Die kosten natürlich auch eine Mark mehr, aber zu den Preisen kommen wir gleich. So teuer sind die nämlich gar nicht, wenn man da ein bisschen clever vorgeht. Also ich werde euch jetzt an diesen Staubsaugern werde ich euch jetzt erklären, worauf ihr da achten müsst, dass die 8,5 Jahre alt werden. Na, und dass die uralt werden, die Teile. Man muss sie gut behandeln. Wenn man sie scheiße behandelt, kommt nämlich das dabei raus. Ich zeige euch das mal. Normalerweise ist hinten der Saugschlauch, sieht so aus im Original. Und hier war der Saugschlauch in Arsch. Da habe ich einen neuen Saugschlauch eingebaut von der Firma Dyson. Habe ich angepasst. Ne? Original, nicht bezahlbar. So ein flexibler Schlauch, wie ihr ihn hier seht. Und den gibt's in China für für einen schmalen Taler. Muss man aber ein bisschen anpassen. Und das werde ich euch alles zeigen. Ich werde euch auch zeigen mit der Bürstenrolle, worauf ihr hier und bei der Bürstenrolle zu achten habt. Ich werde euch alles zeigen an dem Staubsauger, was man auf was man dazu achten hat. Ja, der funktioniert natürlich. Und der Vorteil an diesen Modellen ist natürlich, hier hat er auch eine Akkuanzeige. Wie gesetzt, ne? Der hat eine Ladeanzeige und auch eine Akkuanzeige. Das hat dieses Modell leider nicht. Hier merkt man es halt eben dran, dass er schwächer wird. Da weiß man, man muss ihn wieder aufladen. Der Akku ist verschlissen. Ja, also heute geht es um die Ergo Rapidos in diesem Video. Ich melde mich gleich von der Couch zurück. Und dann fühlen wir diesen System mal auf den Zahn aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Weil das Interessante ist, auch diese Modelle sind quasi, nicht quasi, sie sind fast kompatibel. Ich zeige euch das mal. Hier seht ihr diesen Staubbehälter von diesem 8,5 Jahre alten. Und das ist ja der Power 35. Und diesen Staubbehälter, die sind absolut identisch. Den kann ich auch hier einbauen. Und den vom 8,5 Jahre alten kann ich hier einbauen. Und sie sind auch innen drin identisch. Die Filter sind identisch. Alles ist identisch. Das heißt also, mein gesamte Ersatzteilsituation. Meine gesamte Ersatzteilsituation ist so, dass ich die Sachen weiterverwenden kann, die ich für den Staubsauger hier habe. Auch alle Verlängerungen, auch hier unten diese Anschlüsse sind alle identisch. Das ist natürlich super. Das war für mich ein Argument, das wusste ich natürlich, das war für mich ein Argument, hier diese moderneren Lithium-Systeme mir zu organisieren. Also, ich stelle euch jetzt die Power 35, die Lithium-Ionen-Systeme vor. Worauf man da zu achten hat, das gilt natürlich genauso für den AG3002. Alles das Gleiche. Es gibt nur marginale Unterschiede. Die Lithiumsysteme, die ihr hier seht, die haben wesentlich mehr Feuer als die mit den Nickelhydrid-Akkus. Vielleicht hört man das auch, wenn ich ihn anmache. Volle Power. Und jetzt mache ich den mal an. Das ist das Lithiumsystem. Nickel-Metall-Hydrid. Ihr hört schon objektiv, ne? Die sind deutlich kräftiger und haben eine geile Saugleistung. Also die sind echt klasse, die Teile. Also habe ich genau die richtige Wahl getroffen. Sie saugen exzellent. Also die hier. Die, ja klar, 18 Volt Systemspannung zu 12 Volt Systemspannung. Ja, da soll es auch einen Unterschied geben. Die haben eine wesentlich höhere Saugleistung und auch was die Rollen angeht. Wenn wir uns das mal von unten angucken, beide Systeme, dann seht ihr hier schon vielleicht Unterschiede, was die Rollen angeht. Die sind ein bisschen anders als die Rolle hier. Seht ihr das? Diese Rolle hier vorne bei dem alten, das ist einfach nur eine Rolle mit einer Bürste. Ja, hier ist es auch eine Rolle mit einer Bürste, aber die Bürste ist komplett anders. Die ist komplett anders geformt und das merkt man auch beim Saugen. Also der holt auch aus der Tiefe den Dreck wunderbar raus. Also es funktioniert astrein. Und allen gemein ist natürlich, dass man sie hinstellen kann. Man braucht also nicht das Ladedock. Also man kann irgendwie saugen und dann stellt man sie einfach irgendwo hin und sie bleiben frei stehen. Bei allen Modellen. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Wir müssen jetzt in der Ladeablage.
Also, primär wird es um diese beiden hier gehen, um die moderneren Lithium-Systeme. Die sind echt geil. Ja, habe ich jetzt zwei Stück von. Und wie gesagt, der hier ist täglich im Einsatz. Und da sage ich nachher auch noch was zu, was für Akkus ihr da einbauen müsst. Sollte es noch eine oder zwei Verschränke in Deutschland geben, die dieses uralte System benutzen. Aber auch für alle anderen, die diese Lithium-Systeme benutzen, CX-7, das ist hier die Basis CX-7, der Power 35, könnte dieses Video sehr, sehr interessant sein. Ich werde euch zeigen, auf was ihr unbedingt bei der Bürste achten müsst. Ich werde euch zeigen, wie ihr hier einen neuen Schlauch konfektioniert für 2,50 Euro. Das ist ein 2,50 Euro Schlauch, falls euer mal gerissen sein sollte. Ich werde euch zeigen, wie man hier neue Lithium-Ionen-Akkus einbaut. Ich werde euch alles an dem Teil zeigen. Ich werde euch zeigen, wie man den Motor auseinander nimmt, wie man den Motor reinigt und worauf man da zu achten hat. Und, und. Also alles, was irgendwie wichtig ist an diesem Akkusystem, werde ich euch in diesem Video zeigen. Also, ich würde sagen, lasst uns mal auf der Couch weiterreden. Bis gleich. Willkommen hier auf der Couch. Wie versprochen, in guter alter Tradition werden wir uns jetzt hier erstmal ein schönes Bitburger aufreißen. Es gibt etwas zu feiern. Mein Channel hat 180.000 Klicks in den letzten zwei Wochen generiert. Also mein Channel geht, also einige von meinen Videos gehen momentan ein bisschen viral. Und 200 neue Abonnenten. Unglaublich. Wir haben die 12.000 Abonnenten geknackt. Ein Grund zum Feiern, meine lieben Freunde. Ich sagte ja im Januar schon, wenn das so weitergeht, schaffen wir im Februar die 12.000. Ja, haben wir schon Anfang Februar geschafft. Ja, weil das geht voll ab hier in meinem Kanal. Echt unglaublich. Ja, Smalltalk habe ich nichts. Also hätte ich schon, aber lassen wir mal. Dafür ist dieses Video zu wichtig. Also das war mir ja wichtig. Ich sagte ja, und das kennt ihr ja noch gar nicht, in meinem letzten großen Smalltalk-Part, den gab es bei YouTube ja nicht zu sehen, habe ich gesagt, ich mache nur noch Sachen, auf die ich richtig Böge habe und die richtig cool sind und genauso mein Ding. Und eins, dieses Video ist es zum Beispiel, wieder mal ein typisches Bastelvideo. Attention, Attention. Vorsicht, Vorsicht. Wir arbeiten hier gleich mit Lithium-Ionen-Akkus, werden aber Sachen auslöten, einlöten. Alles keine Raketenwissenschaft, aber ein bisschen technisches Verständnis solltet ihr schon haben. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Modell. Das ist der AG3002. 2-in-1-Sauger. Hier hat ein Handteil. Alles schickimicki. Alles super. Und mit dem bin ich echt zufrieden. Hier sind aber, das ist ein 12-Volt-System, seht ihr hier schon dran. 12 Volt. Uralt, da sind Nickel-Metall-Hydrid-Akkus drin. Und was habe ich jetzt hier für Akkus drin? Die habe ich vor einem Jahr ungefähr getauscht. Hier sind jetzt 1900er Ladeakkus von IKEA drin. Das sind ja In-Loop-Akkus. Habe ich 10 Stück eingebaut. Und die funktionieren ausgezeichnet. Ich habe ja schon einige Akkus hier ausprobiert. Nickel-Metall-Hydrid. Ich rede jetzt von Nickel-Metall-Hydrid. Ich habe ja schon mehrere Sätze ausprobiert. Einige Sätze waren echt eine Vollkatastrophe. War ich ein bisschen falsch davor. Hätte ich mir eigentlich aber auch denken können. Weil diese 2400, es gibt ja 2450 mA Akkus, 1,2 Volt, die sind super, was die Kapazität angeht, sind aber scheiße, was die Zyklenanzahl angeht, bis sie nachher irgendwann hin sind. Das heißt also, man erkauft sich diese hohe Kapazität, also diese lange Laufzeit, wo man saugen könnte, und ja, erkauft man sich sozusagen mit einer geringen Zyklenstabilität. Da habe ich jetzt festgestellt, dass ursprünglich waren hier, glaube ich, 1300er drin. Da habe ich festgestellt, 1900er sind ein super Kompromiss. Also 1900er halten echt lange, sind quasi unzerstörbar. Naja gut, irgendwann sind die nachher auch hin. Aber die halten echt lange und die schaffen echt eine Mörderanzahl an Zyklen. Also ganz, ganz wunderbar. Jetzt seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren sind die hier verbaut und die laufen immer noch wie am ersten Tag. Also komplett, komplett verrückt, das Ding. Ne? Der rennt und rennt und rennt. Alles läuft hier an dem Teil, alles super, einfache Technik, aber eben funktionell und rennt. Rennt echt gut. Aber ich war immer schon mal auf der Suche. Ich denke, wenn der jetzt mal hin ist, ja, noch einen werde ich nicht kaufen, weil es auch gar keine mehr gibt im Markt. Also ich bin wahrscheinlich einer mit der letzten in Deutschland, die das Ding noch lauffähig haben.
hat natürlich auch einen Grund. Ein bisschen Wartung und ein bisschen Wissen um die Technik ist natürlich wichtig. Wenn da eine Kleinigkeit nicht in Ordnung ist, muss man den ja nicht gleich wegschmeißen, sondern man muss einfach nur den Fehler beheben und dann läuft das Ding wieder. Ne? Wichtig bei diesen Systemen ist auch, allgemein bei diesen Ergo-Rapido-Systemen ist, also manchmal ist es ja so, dass viele die Dinger verkaufen und sagen, der hat nur noch so eine geringe Akkulaufzeit. Zum Beispiel der hier vorne, den habe ich für 13 Euro geschossen. Den habe ich bei eBay, war da eingestellt für 15 Euro. Der war natürlich auch ein bisschen demoliert. Da war der Schlauch nicht in Ordnung, der war gerissen. Aber das stand natürlich nicht bei eBay. Der hieß es dann so, die Akkulaufzeit ist ein bisschen schwach. Die Akkus sind absolut in Ordnung. Die habe ich nämlich hier, wartet mal. Die habe ich natürlich ausgelötet. Wo sind sie denn? Hier sind die 5 Akkus. Von den eBay-Teilen. Ich blende euch mal eBay Kleinanzeigen. Ich blende euch mal ein, die wollte 15 Euro für das Ding haben. Und da hat sie reingeschrieben in die Artikelbeschreibung, so von mir, die Akkus halten nicht unbedingt lange. Hier sind die Akkus, ich habe sie ausgebaut. Es sind 1500 mAh Akkus und sie haben noch eine Kapazität von 1400, also 1380, 1390, 1400, deswegen habe ich über 1400 draufgeschrieben. Also die liegen alle ganz dicht beieinander, die sind alle in Ordnung. Also die Akkus sind noch voll in Ordnung, die können wieder einlöten. Also sie haben kaum Kapazitätsverlust. Warum waren diese Akkus immer so schnell leer gelutscht bei der guten Dame? Weil sie den einfach scheiße gepflegt hatte. Und zwar, die Pflege bezieht sich auf die untere Bürste. Die war total schwergängig. Das heißt also, der Akku hat gegen eine schwergängige Bürste gegen anarbeiten müssen. Sprich, der Stromverbrauch ist nach oben gegangen und hat quasi die Unzulänglichkeiten der Bürste, die nicht mehr von Hand drehbar war. Die war von Hand fast nicht mehr drehbar. Aber über den Motor ging das natürlich, weil da ja so eine Art Getriebe drin ist. Hat der Motor so viel Strom bekommen, dass die Bürste dann wieder funktionierte und der Akkusauger irgendwie funktionierte. Dadurch war aber die Laufzeit natürlich extrem gering. Da hat er jede Menge Strom und in den Motor reingepumpt und natürlich die Akkus leer gelutscht. Also nicht bei dem Modell, sondern bei dem Lithium-Ionen-Modell hier, bei dem Modell. Bei dem Power 35. Also die Akkus waren in Ordnung. Ich habe sie trotzdem ausgebaut, weil der Akku ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und habe die Akkus ausgebaut und gegen neue ersetzt. Diese Akkus sind aber in Ordnung, die habe ich durchgemessen. Der Innenwiderstand ist noch gut, die Kapazität ist noch gut. Von 1500 mAh haben die alle fünf, sind 5 Akkus verbaut, das sind diese 18650er Zellen, haben alle 5 noch um die 1400, plus minus 10, 20 mA. Also wirklich unglaublich. Akkus sind noch gut, kann ich noch weiterverwenden. Also Pflege ist wichtig und wenn ein Akku nicht lange durchhalten sollte, bedeutet das nicht, dass die Akkus hin sind. Es kann bedeuten, dass die Bürste, da unten ist ein Kugellager nämlich noch eingebaut, das zeige ich euch nachher, dass die Bürste so schwergängig ist, dass er dagegen anarbeiten muss. Und die Akkus quasi damit leer lutscht. Und dann hält der Akkusauger dann nur noch 10 Minuten oder, ja, sagen wir mal 10 Minuten und dann ist der Akku, schaltet er ab und signalisiert Akku bitte aufladen. Ja, wenn die Bürste freigängig ist, dann läuft er natürlich wieder seine 35 Minuten. Aber diese 35 Minuten beziehen sich bei dem Power 35. Steht das hier irgendwo drauf? Ja, Li 35 steht hier drauf. Seht ihr das? Die 35, das ist von ALG, so ein Kunstbegriff. Die 35 beziehen sich darauf, das bedeutet 35 Minuten in geringer Saugstärke. Man kann ihn ja einstellen in 2 Saugstufen. Ich mach's mal. Upsala. Höchste Kraftstufe, Power. Und das ist die normale Saugstufe. Und das kann man ja zwischen hoch und niedrig kann man das umstellen. Also in niedrigster Saugstufe schafft der 35 Minuten. Der schafft jetzt mehr, weil ich da größere Akkus eingebaut habe mit einer größeren Kapazität. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also, auf jeden Fall müsst ihr darauf achten, wenn ihr ein ALG Ergo Rapido habt. Die Bürsten, wenn ihr die hier von unten bewegt, die müssen sich mit einem Finger ganz leicht drehen lassen. Also die müssen ganz, ganz leicht drehbar sein von Hand. Dann ist alles in Ordnung. In der Regel wird es so sein, sagen wir mal in jedem zweiten Fall, dass der richtig schwergängig ist. Dann müsst ihr das da unten auf jeden Fall reinigen und dann braucht ihr auch die Akkus nicht wechseln. Ne? Was nützt es, die Akkus zu wechseln, gute Akkus gegen andere gute Akkus zu wechseln, um dann festzustellen, das Problem besteht immer noch. Ja klar, weil er den ganzen Strom da unten in diese Bürste reinfeuert. Und dann besteht noch eine zweite Gefahr. Wenn er den ganzen Strom unten in den Bürstenmotor reinballert, auf der Leiterplatte ist eine SMD-Sicherung. Die ist mit 15 Ampere abgesichert. Wenn er hier immer mehr Strom reinfeuert und ihr habt dann auch noch das Ding, dass zum Beispiel euer Akkubehälter hier, euer Drecktank und euer Schmutztank, wo ja übrigens diese Einsätze hier drin sind, die ihr hier seht,
Hier ist ja euer Behälter, den kippt ihr dann aus. Übrigens die Filter und das alles, die ganzen Innereien sind auch identisch mit dem 8,5 Jahre alten. Alles kompatibel, das ist echt ganz cool. Das heißt also, wenn solche Sachen irgendwie mal verschlissen sein sollten, könnte ich sozusagen den hier flattern. Weil es alles ziemlich identisch ist. Ne? Also, wenn die Bürste schwergängig sein sollte, weil das Kugellager da unten total verdreckt ist. Die Bürste ist schwergängig, da geht jede Menge Strom rein. Und dann ist der Staubbehälter noch fast voll. Das heißt also, der Staubsaugmotor muss auch noch gegen den vollen Staubbehälter gegen ankämpfen. Kriegt auch noch mehr Strom. Dann kann es sein, dass diese 15 Ampere Sicherung fliegt, die da auf der Leiterplatte hier vorne in dem Bereich hier, die da verbaut ist. Dann fliegt euch die 15 Ampere SMD Sicherung als Schutz, dass das ganze System nicht komplett überlastet. Ne? Und die Gefahr besteht dann auch noch, dann ist er natürlich tot. Dann müsst ihr natürlich erstmal den Fehler beheben und dann eine neue 15 Ampere Sicherung einbauen, SMD Sicherung, die müsst ihr euch dann bestellen und und. Also ist alles nicht so schön. Aber wenn ihr eben, wie gesagt, merkt, also die Laufzeit des Akkus geht runter, entweder sind es die Akkus oder die Mechanik ist nicht in Ordnung. Ich würde immer die Mechanik als erstes überprüfen. Unten drehen von Hand, lässt sich das ganz leicht drehen, die Bürste, dann ist alles schick, dann sind die Akkus fertig. Lässt sie sich nicht leicht drehen, repariert erstmal das. Das werde ich euch gleich zeigen, wie das geht. Wir kommen auch noch zum Akkuwechsel und Schlauch, wenn wir uns auch noch konfektionieren. Und zwar den hier. Moment, ich hole den mal. Einen Schlauch werden wir uns auch noch konfektionieren. Das war nämlich auch das Problem. Also dieser Staubsauger hier, der war völlig fertig. Schaut euch auch mal an, wie der aussieht hier. Seht ihr das hier? Oh, das ist ja dieses silbrige. Total zerranzt. Also der sah unmöglich aus. Hier unten waren Kratzer drin, dass ich dachte, die hat damit irgendwie hier die Autobahn gesaugt oder sowas. Alles zerkratzt gewesen. Also echt im schlechten Zustand. Total verdreckt und vermüllt. Und die Bürste, die ihr hier unten seht, die ließ sich von Hand kaum noch drehen. Und aus diesem Staubsauger sind die nämlich diese 5 Akkus. Ich hätte sie gar nicht wechseln brauchen, aber ich habe sie trotzdem gewechselt. Ne? Wenn schon mal alles auf ist, dann kann man das auch machen. Und dann ist das alles neu, alles schick. Und vor allen Dingen sind da größere Akkus drin. Ja, und dann war natürlich auch noch der Schlauch hier im Arsch. Ich habe hier nur einen Schlauch eingebaut. Das ist nämlich kein AEG-Original-Ersatzteil. Das ist vom Dyson. Dyson V7, V8, V9 und V10. Den habe ich einfach umgebaut, dass er hier reinpasst. Überhaupt kein Problem. Da braucht ihr euch kein teures Ersatzteil kaufen von AEG. Weil die sind richtig teuer. Die kosten, glaube ich, 30 Euro oder sowas. Und funktioniert genauso gut. Das ist also der Dyson-Schlauch. Und ich zeige euch nochmal den anderen. Und das ist der Originalschlauch. Funktioniert ausgezeichnet. Beides das gleiche. Außer, dass der jetzt blau ist. Ne? Okay. Kann ich mit leben. Also der war total demoliert. Deswegen habe ich den wahrscheinlich auch so günstig schießen können. Für 15 Euro. Also Akkus waren eigentlich noch gut. Die Bürste war bloß komplett hin. Das Ding war komplett verdreckt. Sah unmöglich aus. Und dann auch noch bei einer Frau abgeholt. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Ein Staubsauger in so einem schlechten Pflegezustand. Ne? Also solche Geräte pflegt man ja normalerweise ein bisschen. Okay, die hat die wahrscheinlich immer nur benutzt, bis er nicht mehr ging. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt weg. Ne? Und dann war der Schlauch auch noch, weil sie da wahrscheinlich 20 Mal gegen den Schlauch geknallt ist. Das Ding total überbogen hat, wie auch immer, obwohl man kann ihn ja bis zu 180 Grad, dafür ist er ja da, der Schlauch. Plus, das Ding ist, der hier, meiner ist, der ist 8,5 Jahre alt, der Schlauch ist immer noch gut. Wie die das geschafft hat, den Schlauch so zu terminieren, ist mir ein Rätsel. Egal, ich blende euch das mal ein, bei eBay Kleinanzeigen habe ich diesen Staubsauger halt geschossen und da dachte ich, okay, er ist ein bisschen schlechten Pflegezustand, das kriegen wir aber wieder hin. All die, weil ich mich ja mit dem auskenne. So, womit fangen wir jetzt am besten an? Wollen wir gleich mal mit Basteln anfangen, meine lieben Freunde. Also nochmal zum Unterschied. 12 Volt System, das ist der AG3002 gegen CX, ich glaube, die heißen CX die Teile, ne? CX7, das ist der Power 35, beziehungsweise die Geheimbotschaft ist Li 35. Der hier hat eine wesentlich höhere Saugleistung. Der arbeitet mit 18 Volt zu 12 Volt und hat wesentlich mehr Feuer. Und vor allen Dingen auch die Bürste ist wesentlich geiler. Jetzt müsste ich natürlich mal testen, wenn ich die Bürste hier ausbaue und hier einbaue. Das ist ja alles kompatibel, der ganze Kram. Wie dann die Leistung von dem hier ist. Ne? Ob es wirklich nur an der Bürste liegt. Nein, es liegt aber auch, die Saugkraft ist auch wesentlich höher
aufgrund dieses 18-Volt-Systems, dieses Lithium-Ionen-Akkus, der hier verbaut ist. Wie gesagt, hier drin Nickel-Metall-Hydrid. Wenn ihr so ein altes Modell noch habt mit 12 Volt, wo 10 kleine Zellen drin sind, baut da von Lada, von Ikea, die 1900er ein. Also astrein, funktioniert wunderbar. So, jetzt packen wir mal die alte Technik weg und beschäftigen uns mit der neuen Technik, mit der geilen Technik. Also hier ist ja der, den ich für den schmalen Taler geschossen habe. Da war natürlich alles ein Arsch an dem Ding. Und vor dem Video habe ich das auch schon alles grob sauber gemacht. Auch der Schmutzbehälter, der sah hart aus, der Filter sah hart aus. Den habe ich da, der war so in so einem schlechten Zustand, den musste ich dann wegschmeißen. Ich habe ja drei Reservefilter. Die sehen immer, einer ist sogar unbenutzt. Also ich wechsle immer zwischen zwei Filtern. Die wasche ich dann aus und dann irgendwann mal nach 2 Jahren oder sowas oder nach 1,5 Jahren tausche ich die und wasche den nächsten wieder mal aus. Also damit das ganze System auch vernünftig atmen kann. Ne? Also diese Filter, die hier drin sind, kann ich es euch mal zeigen. So, wenn ich das jetzt hier so rausnehme, kann ich das hier auch noch zerlegen. Zack. Und dann kann ich ja hier diesen Filter hier rausziehen. Genau. Und diese Filter hier. Also ein bisschen schiedig wieder, aber es ist nur oberflächlicher Dreck. Ne? Upsala. Moment, die Filter. Der Filter kommt, wird hier so rein. Das ist ein Bajonettverschluss. Hier so rein. Und dann wird er hier so verriegelt. Ne? So. Und dann ist jetzt die ganze Schose hier so drin. Jetzt wollen wir mal gucken. Wie rum saß der? Ja, dann sitzt er hier so drin. Zack. Und dann sitzt das Ganze wiederum hier drin. Also es lässt sich alles ziemlich leicht und schnell zerlegen. Und ihr glaubt auch gar nicht, was hier an Dreck in dem Motor drin war. Alter Schwede, der ganze Motor bestand nur noch aus Dreck. Der hat natürlich auch gerödelt, man hölle laut. Und die Saugleistung war natürlich auch beeinträchtigt, wenn der ganze Motor überhaupt nicht mehr die Saugkraft entwickeln kann, weil er komplett verdreckt ist. Das werde ich euch auch noch zeigen, wie man den Motor reinigt. Also fangen wir jetzt erstmal mit dem ersten Problemkind an. Hier unten, das Teil nehmen wir mal auseinander, den Fuß. Und versuchen das Ganze hier so ein bisschen wieder lauffähig zu machen. Das war nämlich alles völlig in Arsch. Und ihr seht hier, und da habe ich auch schon geschliffen, und diese fetten Kratzer, die sie da reingemacht hat, um das alles ein bisschen rauszuholen. Das ganze Kunststoff hat total demoliert. Also echt übel, ne? Und ich zeige euch den neuen Schlauch. So, bevor wir jetzt aber anfangen, bevor ich euch das jetzt alles zeige, bevor ich euch das jetzt hier alles zeige, bevor ich euch das jetzt alles zeige, muss ich euch jetzt erstmal, kommt jetzt erstmal ein Warnhinweis. Also wir basteln gleich hart an den Dingern rum. Wir werden die gleich komplett zerlegen in die Einzelteile. Und wir werden nachher auch neue Akkus einlöten. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da sage ich gleich auch mal was zu. Also egal, was ihr so fabriziert, ihr macht das alles auf eigene Gefahr. Und wenn ihr euch den Finger da irgendwie absägt dabei oder den Lötkolben ins Auge reinsteckt und nachher sagt, Perle, wegen deiner Bastelei habe ich jetzt ein Auge verloren, habt ihr alle selbst Schuld. Und wenn ihr euch in die Luft jagt, weil ihr auf diesem Lithium-Ionen-Akkus wie die Doofen da rum, mit dem falschen Lötkolben da rum, am Rumbraten seid und die fliegen euch um die Ohren oder ihr lötet die irgendwie falsch rum ein oder ihr baut Kurzschlüsse. Also das ist alles euer eigenes Verschulden. So ein Lithium-Ionen-Akku, da dürft ihr auf keinen Fall einen Kurzschluss bauen. Also die sind hochgefährlich, die Teile. Ne? Deswegen ein rechtlicher Warnhinweis, und den blende ich jetzt mal ein, damit ich da so ein bisschen aus dem Schneider bin. Ne? Also nicht, dass ihr sagt, so Perle hat gesagt, ich soll das machen. Nein, habe ich nicht gesagt, das ist alles freiwillig. Ich zeige euch, wie ich das mache. Und was ihr macht, ist mir letztendlich scheißegal, ob ihr es nachmacht oder nicht. Also Warnhinweis ab. Erledigt. So, jetzt können wir loslegen. Lasst uns mal rübergehen und dieses versüffte Modell hatte ich da ja schon in dem Video, hatte ich schon eigentlich den groben Dreck da rausgeholt. Das war dann für mich soweit in Ordnung. Gucken, warum, wollte ich euch hier demonstrieren, wie man hier an den Motor rankommt und wie man den Motor mit dem Kugellager, wie man das so ein bisschen sauber macht. Und das Kugellager, das war total festgefressen.
wie man das wieder gängig macht. Man kann das Kugellager natürlich auch austauschen. Ich habe das einfach mit ein bisschen Ballistol und wieder gängig gemacht und mit ein bisschen Hitze da die Haare weggebrannt sozusagen, damit das Ganze wieder leicht gängig ist. So, und das zeige ich euch jetzt als erstes. Heute, jetzt kommt erstmal die Bürstenaktion, wie man die Bürste wieder gängig macht. Und ich werde euch auch noch zeigen, wie man hier, wie man hier einen neuen Schlauch einbaut, wie man sich den konfektioniert. Bevor wir dazu anfangen, mit dem, ja genau, das gehört ja zusammen irgendwo. Wo bekommt man diesen neuen Schlauch? Wie sieht der eigentlich aus? Der sieht so aus. Das ist für einen Dyson. Das ist ein Ersatzteil für einen Dyson, habe ich in China bestellt. Kostet in China, das nennt sich nämlich, das ist ein Suction Blue Hose für einen Dyson V7, V8, V9 oder V10. Ja, so werdet ihr dann natürlich nichts. Also diese Seite hier, die ist schon fast wie im Original, wie beim AEG. Da müsst ihr nur noch ein bisschen modifizieren. Wie modifiziert man das? Das ist natürlich so eine Art Gummikunststoff, indem ihr es einfach warm macht. Aber seid ihr schon vorsichtig. Also zündet das Ding nicht an, dass das Plastik da so runtertropft. Sondern macht es nur warm, dass ihr es formen könnt in die entsprechenden Aufnahmen. Hier vorne und hier innen drin. Das muss man natürlich alles komplett auseinandernehmen und ausbauen. Das zeige ich euch nachher auch noch. So, und diese Seite hier, die müsst ihr nur so ein bisschen heiß machen hier und so ein bisschen anpassen. So die ganze Geschichte hier so ein bisschen nach oben biegen, dass ihr das nachher gut verkleben könnt. Ne? So, und diese Seite hier, die ist natürlich komplett anders. Also diese Seite müsst ihr zweimal sozusagen haben. Weil er wird hier auf zwei Seiten, wird das hier eingebaut. Einmal hier oder so reingeklebt und einmal unten. Das sieht fast genauso aus auf der anderen Seite. Und da geht er einfach wie folgt vor. Warte mal. So. Da geht er einfach wie folgt vor. Diese Seite ist einfach. Und ihr müsst diese Seite sozusagen auf dieser Seite auch hinkriegen. Ja, das könnt ihr natürlich vergessen hier mit diesem komischen Ödel. Dann schneidet ihr einfach mit einer Schere. Wo ist eine Schere? Hier ist eine Schere. Jetzt schneidet ihr einfach hier vorne. Vor dem ersten hier vorne. Vor diesem ersten Knickelement. Schneidet ihr einfach bündig die ganze Geschichte ab. Dieses ganze Teil hier, so ungefähr an dieser Stelle schneidet ihr den gesamten Kunststoff weg. So, und dann habt ihr natürlich einen Bereich, der zu klein ist. Das würde ja niemals, ihr müsst ungefähr diese Größe hinkriegen. So, dann geht ihr einfach bei, nachdem ihr das bündig abgeschnitten habt, geht einfach bei mit dem Feuerzeug auf der einen Seite, macht das warm. Aber seid da ein bisschen vorsichtig, macht es warm und wenn es warm ist, dann wird das Ganze natürlich auch elastisch. Und dann nehmt ihr einfach einen Finger und zieht das dann einfach in die Position, die ihr haben wollt. Zieht das einfach ein bisschen auseinander. Haltet das Augenblick fest, bis die Hitze wieder raus ist und dann bleibt ihr auch in dieser Position. Das macht ihr auch auf der anderen Seite. Zieht das auch auseinander auf der anderen Seite. Und dann nehmt ihr nachher noch diese Seitenteile, biegt die so ein bisschen nach oben, also macht sie warm, biegt das Ganze nach oben, dass ihr dann richtig schön sozusagen sowas hier habt. Das kriegt man hin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das habe ich noch nicht dokumentiert. Weil ich habe auch zwei Stück davon bestellt, weil ich dachte, vielleicht funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es funktioniert so. Ast rein. Also man kann die Sachen erhitzen und dann sozusagen das Ganze so auseinanderziehen in die Größe, dass es in die Aufnahme nachher reinpasst, dass man es schön verkleben kann. Die habe ich bestellt bei AliExpress. Verlinke ich euch unter dem Video. Ich blende euch das mal ein. Bei AliExpress kosten zwei Stück davon $5,29. Ich habe zwei Stück bestellt. Eins zum Üben und falls das in die Hose gehen sollte, habe ich immer noch einen auf Reserve. Hätte ich gar nicht machen brauchen, eine hätte auch gereicht. Also es ging doch leichter, als ich eigentlich erwartet habe. War ein bisschen fummelig, das Ganze so hinzukriegen, aber das geht. Und ja gut, dann habe ich den hier nochmal auf Reserve. Falls vielleicht mal dieser Schlauch irgendwann fällig ist, dann kann ich den dann da einbauen. Dann habe ich den immer nochmal zu liegen als Ersatzteil, meine Lieben. Gut, also die kosten $5,29, Versand ist da inklusive. Zwei von diesen flexiblen Schläuchen, funktioniert astrein. Also wunderbar und kommen dem AEG sehr, sehr nahe. So, und das zeige ich euch jetzt. Also wir gucken uns jetzt erstmal die Reinigung oder das Gängigmachen der Bürstensektion hier an. Und auch mit dem neuen Schlauch erkläre ich euch auch in dem Video so ein bisschen, wie ich das gemacht habe und zeige euch das. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Dann haben wir nämlich schon das Unterteil abgefrühstückt. Meine Lieben. Also rüber in die Bastelecke und ein bisschen rumbasteln. So wie jetzt im Video versprochen, zeige ich euch jetzt die Bürsteneinheit. Die besteht ja aus verschiedenen Teilen. Also wenn ihr hier an der
an der Rolle dreht, von Hand dreht und ihr merkt, die ist sehr, sehr schwergängig, dann habt ihr schon mal generell ein Problem, dann kann die 15 Ampere Sicherung kaputt gehen, wenn auch noch der Staubsaugerbeutel voll ist. Also dazu müsst ihr hier erstmal die ganzen Schrauben alle lösen und dann kriegt ihr, also erstmal müsst ihr die Bürste hier rausnehmen, ist klar, Bürste weg, das Unterteil abschrauben, vorsichtig rausheben und dann habt ihr also den Saugeinfüllstutzen hier, den habe ich schon zur Seite gepackt, das ist der hier. Der liegt hier unten drin, den zieht ihr einfach raus. So, und dann habt ihr das hier alles nackt liegen. Dieses Teil hier vorne, was ihr hier seht, das ist für die Reinigungsfunktion. Das ist der Mikroschalter, der sitzt hier vorne drin. Und dieser Mikroschalter, ich gehe da mal dichter ran. So, wenn ich jetzt den Fußtaster betätige, seht ihr, der schaltet einfach nur diesen Mikroschalter, dass die Bürste sich dreht, dass der Motor gedreht wird, den ihr hier vorne seht, wo jetzt mein Finger hier ist. Ne? Also der sitzt hier, das habe ich alles ein bisschen sauber gemacht, hier ist die LED-Platine, wie gesagt, dieser Schalter hier, wenn man den betätigt, ihr hört es klack, 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 betätigt den Motor und hier vorne ist das Schneidmesser, was an die Bürste geht, um die Haare zu zerschreddern. Ja, also woran liegt es, dass diese Bürste, die hier drin liegt, die hier, dass die sich so schwergängig dreht? Das hat mit dem... Hier ist der Motor, hier ist ein Getriebe und hier sitzt ja die Bürste drin, vorne. Das hat mit diesem Teil hier zu tun. So, jetzt lass uns das mal zerlegen. So, hier so rausnehmen, das ist ja diese Platte, hier ist so eine Platte drin, die könnt ihr hier so rausnehmen. Und dann könnt ihr hier diesen Riemen, den könnt ihr hier abziehen. Wenn ihr den abgezogen habt, könnt ihr den Motor hier rausziehen. Warte mal, wie war das noch? Wie war das noch? Lass mal überlegen. Ich glaube, den einfach nur ziehen, ne? Ja, dann könnt ihr hier so rausziehen. Genau. So. Und dann habt ihr hier ein Kugellager. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich gehe mal lichtig daran. Hier vorne ist ein Kugellager. Und das ist in der Regel schwergängig. So. Und das kann man auch noch weiter zerlegen. Das kann man hier rausdrücken. Warte mal, geht das? Ja, pupp. Das drückt ihr einfach raus. Seht ihr? Und dann habt ihr das Kugellager hier schon. Jetzt habe ich es komplett rausgezogen. So. Und dann habt ihr hier das Kugellager mit dem Dreck hier drin. Diesen Dreck entferne ich mal. Das wird bei euch wesentlich schlimmer aussehen. Ich habe das schon gereinigt. So, und hier haben sich dann Haare reingesetzt. In der Regel sitzen hier ganz, ganz viele Haare drin. Und das muss sich alles sauber und leicht bewegen. Und das wird bei euch garantiert nicht der Fall sein. Innerhalb von ein paar Jahren kommen da Haare rein und das verheddert sich alles und staut sich hier. Das könnt ihr natürlich mit der Pinzette hier rausfummeln, aber zerlegt es am besten komplett, dass ihr das einzelne Kugellager habt hier. Kann man natürlich auch mal nachkaufen. Und im Kugellager wird sicherlich auch was drin sitzen. Das muss alles leichtgängig sein. Und hier ist es auch noch ein bisschen schwergängig. Und ja, das liegt daran, dass eben halt hier Dreck drin ist. Und da könntet ihr jetzt beigehen und sagen, die Haare, die hier drin sind, die flammt ihr dann einfach ab mit dem Feuerzeug. Die lösen sich dann nachher. Ich gehe dir mit dem Brenner bei und stinkt natürlich wie Seuche. Und er macht jetzt mal ein bisschen heiß und dreht dran. Bis das Ganze leichtgängig läuft. So, ich hau doch mal ein bisschen Öl drauf. Zack, wo ist das Kugellager? Da. Ja, das Kugellager. So, das flute ich mal mit ein bisschen
Ballistol. Ich nehme immer für solche Sachen Ballistol. Das ist echt gutes Zeug. Und kann dir auch an die Hände kriegen, ist kein Problem. So. Ja, er fängt langsam an. Er wird wieder gängig. Ja. So, dann dreht ihr da einfach so ein bisschen dran rum. Das Ballistol kriecht da rein. Und irgendwas ist das nachher schick. Die können auch nochmal mit Hitze beigehen, weil da setzen sich Haare rein. Oder ihr tauscht es komplett aus. Könnt ihr auch, aber würde ich nicht machen. Hat ja nichts zu leisten, das Teil, ne? Außer dass ich das drehen muss. So, ich arbeite hier mal ein bisschen dran rum, bis er wieder leichtgängig läuft. Lass das mal ein bisschen einziehen. Bis gleich. So, meine Lieben. Also, ich habe hier die ganze Zeit rumgeknaddelt und das ein bisschen einweichen lassen. Und ihr seht, hier vorne, also läuft wieder. Wunderbar. Also, Kugellager ist wieder gängig. Das ist schon mal schön. So, mach ich mal die Flossen ein bisschen sauber. Das könnt ihr euch auf die Finger kriegen, ist überhaupt gar kein Problem. Das ist wie Hautpflegemittel, das Ballistol. Ja, das ist so ein Waffenöl, ne? So, und dann bauen wir das alles wieder zusammen. Das ist wichtig. Dieses Kugellager, wie gesagt, setzt sich zu. So, also dann packen wir das hier wieder rauf. Zack. Dann packen wir das hier rauf. So, drücken das zusammen. Und schon, seht ihr hier, läuft das Ganze wieder geschmeidig. Also hier setzt sich Haare rein, hier vorne setzen sich Haare rein, aber zerlegt es, so wie ich es auch gemacht habe, zerlegt es komplett. Man kann die Haare auch mit der Pinzette rausfummeln, dann geht das auch, aber jetzt ist es wieder richtig schön leichtgängig. Dann könnt ihr dann auch nochmal einen Tropfen Kriechöl sozusagen in das Lager reinhauen. Und wenn dann sich auch Haare in das Lager reingearbeitet haben, die, wie gesagt, wegbrennen. Also ist wieder alles gängig. Ja, nichts einfach als das. So rum wieder rein hier. Einfach nur drücken. Dann kommt der Riemen hier wieder rüber. Zack, jetzt ist er wieder drauf, der Riemen. So, und dann kommt diese Platte hier. Die wird hier nur so raufgesteckt. Und die sitzt hier vorne drin als Abstandshalter, dass das alles so seinen vernünftigen Abstand hat. So, das war das erste Ding. Das zweite Ding ist, also der läuft jetzt wieder hier aalglatt, ganz geschmeidig und ganz locker. So wie es sein soll. Also, da werdet ihr keine Probleme haben. Aber testet das bitte ohne den Riemen, weil der Motor, der hat natürlich jetzt so ein bisschen, da ist es schwierig rauszufinden. Aber glaubt es mir, hier sitzen überall Haare drin, da vorne sitzen Haare drin. Ey, super Katastrophe. So, also das Ganze läuft wieder, das ist wieder leichtgängig, so wie es sein soll. Weil, wenn das nicht leichtgängig ist, zieht der Motor immer mehr Strom, um dagegen anzukämpfen. Und dann kann euch die im Handteil die 15 Ampere SMD-Sicherung durchgehen, wenn dann auch noch der Staubbeutel voll ist, also wenn der Staubsauger richtig zu rödeln hat. So, das nächste ist den Schlauch. Der Schlauch hier an dem Teil war natürlich kaputt. Den habe ich ausgebaut. Hier ist der Schlauch. Das ist der alte Schlauch, der Originalschlauch. Und das ist der neue Schlauch. Das ist hier von AEG, vom CX7, CX8. Und das ist hier ein Schlauch vom Dyson. Habe ich mir in China bestellt. Das Ganze sieht so aus. Solltet ihr das Problem haben mit dem Schlauch, wie baue ich einen neuen Schlauch ein? Den gibt das gar nicht so einfach als Ersatzteil von AEG. Den könnt ihr danach wegschmeißen. Wie kann ich das euch das zeigen? Ja, hier kann man das sehen. Der ist hier schon überall eingerissen. Hier war er eingerissen, hier oben war er eingerissen. Da war überall eingerissen und kaputt. Also man sieht das auch hier. Seht ihr das hier vorne? Hier haben sich auch schon Löcher gebildet. Also wenn man den Staubsauger viel im Einsatz hat, kann das passieren, dass der Schlauch sich zerlegt. Irgendwann ist er hin. Ein Original sehr schwer zu bekommen. Und wenn man ihn bekommt, sehr, sehr teuer. Also habe ich mir in China von Dyson solche Schläuche geholt. Und ihr seht schon den Unterschied. Sie sehen anders aus.
das ist der Schlauch von Dyson und das ist der Schlauch vom AEG. Aber wenn man hier mal so von oben rauf guckt, man sieht ungefähr, die Höhe ist gleich, die Breite ist gleich. Das passt. Man muss es bloß anpassen und einbauen. Hier auf dieser Seite braucht man nicht viel machen. Hier könnt ihr mit Hitze, mit dem Feuerzeug beigehen und das Ganze so ein bisschen warm machen und so nach oben börteln. So, dann börtelt ihr das so ein bisschen nach oben, dass es ein bisschen rechteckig ist und dann passt das schon rein. Hier diese Anschlussseite für den Dyson, die müsst ihr abschneiden. Die schneidet ihr einfach hier vorne. Da wo mein Schraubendreher ist. Einmal rundum mit der Schere, mit der größeren abschneiden. Dann habt ihr natürlich ein kleineres Rechteck sozusagen. Und das macht ihr dann auch warm, dass es dann auf der Seite genauso aussieht wie auf dieser Seite. Das geht, wenn man dieses Kunststoff ein bisschen erhitzt, kann man das auseinanderziehen. Dann wird das weich und flexibel. Dann zieht man das auseinander und passt das Ganze an. Und das habe ich hier gemacht schon bei einem. Ich habe ein Zweierpack gekauft. Unter dem Video findet ihr den Link. Und habe ich hier, wie ihr hier seht, habe ich das hier reingeklebt mit Epoxidharzkleber. Also ihr seht schon diese Seite, das war die hier. Da habe ich heute gar nichts gemacht, also fast nichts gemacht. Ihr seht hier vorne ist das ein bisschen länglich, das habe ich ein bisschen weich gemacht. So ein bisschen angepasst das Ganze, dass das hier rauf passt. Und hier innen drin genau das Gleiche. Das wird hier einfach nur so rüber gesteckt. Ist das schon hart? Das habe ich gerade geklebt, ja. Ja, das steckt man einfach rüber und ihr seht das hier auch. Das ist die Seite, die ich abgeschnitten habe, die habe ich weich gemacht und so ein bisschen hingebogen, dass ich das hier so, also dass ich das den Schlauch hier reinstecken kann. Beim Verkleben achtet drauf, hier unten ist eine runde Kante und hier oben ist eine eckige Kante. So, und wenn ich jetzt ein bisschen rauszoome, dann seht ihr auch, worauf ihr achten müsst. Also, dieses Teil kommt ja nachher hier vorne rauf, das wird hier so verklipst. Klack, na? Und so sitzt dieses Teil hier drin. Wenn ihr die Sachen nachher verklebt, achtet darauf, dass ihr sie nicht verdreht, dass ihr sie nicht falsch verdreht. Also wenn ihr den Staubsauger so liegen habt, muss das Teil hier mit der abgerundeten Seite, hier seht ihr das, das kommt in das Oberteil von der Bürsteneinheit rein und dieses eckige Stück liegt nachher hier in diesem Schwarzen drin. Und zwar so. Es wird hier reingeschoben in die Nuten. Mach das mal. So, das sitzt so hier drin. Na? Müsst ihr darauf achten, dass es nicht verdreht, verklebt. Könnt auch Paddex nehmen oder sonst was. Ich habe jetzt jedenfalls Epoxidharzkleber genommen. Habe ich satt mit Epoxidharzkleber, wie ihr es auch seht, eingeschmiert, auch auf beiden Seiten. Und jetzt habe ich einen neuen Schlauch. So, und den bauen wir jetzt ein. Hatte ich ja schon gesagt, das ist der Schalter hier für den Entfussler hier vorne, das ist dieses Schneidmesser, ja, geht hier rüber zur Motorsteuerung. Klar, wenn man diesen Schalter betätigt, springt der Motor an. Die Bürste läuft, ohne dass der Staubsauger an ist. Die Bürste läuft und schreddert einem die Haare. So, jetzt bauen wir das mal ein. Ich hatte gesagt, die abgerundete Seite kommt nach unten. So, lass mal schauen, dass wir das hier alles kabeltechnisch hier so ein bisschen vernünftig verstauen. So, diese Geschichte kommt dann hier rein. Und liegt hier unten satt drin. Das kann man gar nicht falsch einbauen. Brauche ich mal so. Genau. Kommt hier unten rein. Und ne, also, Motor, hatte ich ja gesagt, auseinandernehmen, das Teil. Aufpassen hier auch bei der Platine. So. Dass ihr euch nicht rausflutscht. Und wartet mal. Ja, das haut hin. Genau, löst aus. Das Teil kommt hier rein mit der abgerundeten Seite nach unten. Die Winkelseite ist hier oben. Da sitzt natürlich dann nachher der Deckel drauf. Jetzt kommt der schwierigste Part, den Deckel hier wieder drauf zu schrauben. Das ist eure Wartungsaufgabe. Bürste ausbauen, den abbauen und zerlegen, so wie ich es eben auch gerade gemacht habe. Sollte euer Schlauch kaputt sein, könnt ihr eben auch ersetzen. Der ist mit Heißkleber von AEG, mit so einer Art Heißkleber da drin verklebt. Ihr könnt den auch mit Heißkleber da reinbauen. Aber ich habe das jetzt halt mit Epoxidharzkleber gemacht. Geht genauso. So, der soll hier sauber drin liegen. Ja, das ist natürlich noch besser. Seht ihr?
Haben wir hier die Führung für die Platine. Ja, das ist ja natürlich alles schick, ne? Kabel ein bisschen aufpassen. Also ein bisschen fummelig, den ganzen Kram wieder zusammenzubauen. Siehst du, dann haut das auch alles hin. So, dann schrauben wir das mal zu. Kommen die ganzen Schrauben wieder rein. So, sieht natürlich auch nicht abgerockt aus, das Teil. Aber wichtig ist ja die Funktion. Die müssen laufen, die habe ich natürlich auch ausgebaut und sauber gemacht. Die waren auch total verdreckt. Ist ja ein gebrauchtes Teil für 13 Euro gewesen. Was die Dame da wegschmeißen, fast wegschmeißen wollte. So. Solltet ihr hier vorne nicht zukriegen, dann sitzt die Platine nicht richtig. Aber ihr habt gesehen, das geht relativ einfach. So. Hier ist noch eine Schraube drin. Da sind ziemlich viele Schrauben. Und dann machen wir gleich mal einen Funktionscheck, ne? So. Hier. Eine. Zwei. Drei. Na, fest kommt ab, ne? Müsst ihr ja noch nicht festknallen, die Dinger. So. Ja. Hier unten war, glaube ich, auch noch einer. Ne, hier war einer. Hier kam noch eine Schraube rein, hier unten. Das sind Torx, weiß ich nicht, mit einem Fünfer. Was ist das für ein Schlüssel hier? Was habe ich hier für einen? Ein T9. Ja, nimmt einen T9. Den hier rein. Und dann habt ihr die Wartung an dem Unterteil, an dem Bürstenteil schon durchgeführt. Und dann ist das auch schon wieder alles schick. Mit dem Teil. Bloß mit dem Schlauch muss ich testen. Habe ich ja gerade frisch geklebt. Ob das auch wirklich so funktioniert. Ich hoffe. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher. Achso, noch eine Geschichte. Kommen wir gleich zu. Erstmal haben wir hier die Bürste rein. Zack. Bürste. Müssen wir nicht hier so rein. So, dann wird das hier wieder verriegelt. So. Und dann haben wir. So, und das ist die Bürste und die muss relativ leichtgängig sein. Also das merkt ihr dann schon. Wenn die total schwergängig ist, das war hier der Fall. Wenn die total schwergängig ist, gefährlich. Das schafft der Motor zwar, aber der kann die SMD-Sicherung durchdrehen. Und vor allen Dingen, das Kugellager. Wenn das nicht in Ordnung ist, also wenn es total verdreckt ist mit Haaren und so, dann verbraucht ihr auch mehr Strom, ne? Ist ja logisch, ne? Gut, jetzt haben wir das hier wieder drin. Hier vorne sind ja auch noch so eine Rollen hier, so eine Kunststoffrollen. Die habe ich auch gängig gemacht. Die waren auch total verdreckt und voller Haare, ne? So, die werden hier aber so reingeklipst. So, einmal. Upsala. Die werden hier einfach reingeklipst. Das ist ein bisschen. So. Ja, ganz so einfach ist das denn mit dem Clipsen dann auch nicht, ne? Genau, hier so. Zack. Erste Rolle drin. Und hier ist diese zweite Rolle, die kommt auf die andere Seite. Zack. So. Die rollen. Das Ganze funktioniert wieder. Und wir haben den Schlauch, den können wir jetzt hier auch anschließen. Drücke ich noch ein bisschen rein. Klack, klack. Und hier ist unser neuer Schlauch, wie ihr seht. Seht ihr das? So. Und nun werde ich mal das Handteil reinpacken. Gucken, ob alles funktioniert. Handteil sitzt drin. Ja, also funktioniert, ne? Und er zieht auch Luft, das ist gut. Ich will nochmal die Bürste rausnehmen, ich werde es nochmal checken. Oh ja. Ich bin gleich wieder da. Jetzt kann man natürlich gut gucken, ob hier in dem Schlauch irgendwelche Lecks sind, indem ich ihn jetzt einfach laufen lasse und meine Dampfmaschine benutze.
seht das. Seht ihr, ne? Funktioniert. Alles gut. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist, das braucht man aber nicht zwingend, was die Tante da irgendwie verbummelt hat, ist dieser Draht, der hier drüber liegt, zum Verriegeln nochmal zusätzlich, als zusätzliche Sicherheit. Aber diesen Draht braucht man nicht. Das funktioniert auch ohne Draht und zur Not kann man sich auch einbiegen. Dann besorgt man sich ein Stück Draht und biegt sich den Draht so hier rein, ne? Dass er hier drin liegt, verklemmt und dann, dass man hier oben reinklipst. Aber ich habe es geschätzt, braucht man gar nicht. Also, funktioniert. Wir haben jetzt die Bürste gereinigt. Wir haben den Bürstenmotor des Lager gereinigt. Wir haben den kaputten Schlauch, den kann ich jetzt wegschmeißen. Wir haben den demolierten Schlauch, der war hier oben auch komplett gerissen. Und mit Backeband hat sie das geklebt. Den haben wir ersetzt durch ein Schlauch von Dyson. Wie gesagt, die Seite passt schon fast. Die müsst ihr bloß ein bisschen eckiger machen hier. Dass das Ganze so ein bisschen warm machen und ein bisschen eckiger. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es auch noch ein bisschen nach oben drücken. Dass das Ganze so ein, seht ihr? Das Ganze so ein bisschen Luft hat, ne? Macht es von innen hier ein bisschen warm, hier diesen Rand. Und dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen auseinanderziehen hier. Und so ein bisschen in Form bringen, ne? Aber bei der Seite braucht ihr fast nichts machen. Und hier ist ein bisschen schwieriger, wie gesagt, abschneiden. Und dann auch genauso hinbiegen, dass es nachher so ähnlich aussieht. Und dann steckt die beiden Teile zusammen. Easy going, ne? So, das war das. Ist wieder von der Bürsteneinheit in Ordnung. Kann ich wieder benutzen. Anstatt einen grauen Schlauch hat er jetzt einen blauen Schlauch. Und ja, das sollte doch halten, ne? Wie ihr seht. Habe ich überhaupt keine Bedenken. Jo, das war das. So, meine lieben Freunde, ihr habt ja sicherlich in dem letzten Part gesehen, das war hier alles bös zerkratzt, ne? Also völlig demoliert das Ganze. Das ist jetzt wieder glatt. Also da habe ich ganz feines Schmirgelpapier genommen, mein Delta-Schleifer, und habe die ganze Geschichte mit dem Kunststoff, die schweren Kratzer hier mal rauspoliert so ein bisschen. Und des Weiteren seht ihr hier, da gehe ich mal ein bisschen dichter ran, der Draht ist wieder da. Und zwar habe ich mir Schweißdraht organisiert. Hier einfach normalen Schweißdraht. 1,5 mm sollte es sein. Der ist ein bisschen dünner. Der hat, glaube ich, nur 1,3, 1,4 mm. Das reicht aber auch. Und dann habe ich mir hier eine neue Verriegelung gebastelt. Zack. Ne? Wie im Original, dass man das Ganze auch sauber verriegeln kann. Das habe ich mir einfach hingebogen. Ihr seht, dass das dann da reinpasst. Also das Ding fehlte ja. Und das kann man dann hier so reinklipsen. Und dann ist das Ganze auch wieder verriegelt. Zack. Und dann ist wieder alles schick hier an dem Teil. Also die Unterseite ist wieder einigermaßen glatt. Schön, Kratzer sind hier raus. Und alles schick hier an dem Teil. Soweit. Die Rollen, die hatte ich auch sauber gemacht. Und hier innen drin hätte ich auch noch weiter sauber machen können. Aber ich meine, das ist sowieso egal. Hauptsache, die Rolle läuft wieder sauber und ist gängig hier, ne? So, okay. Das wisst ihr ja schon. Funktioniert einwandfrei. Habe ich natürlich auch schon getestet alles. Deswegen ist das hier auch alles sehr, sehr staubig, wie ihr seht. Also funktioniert super. Also hat es echt gebracht, ne? Also das Unterteil ist jetzt fertig und nun gehen wir wieder zurück auf die Couch. Zack, zurück. Habt ihr gesehen? Also ist keine Raketenwissenschaft, relativ einfach. Das kriegt ihr hin, auf jeden Fall. Ich habe es ja auch hingekriegt. Da müsst ihr bloß ein bisschen vorsichtig sein. Also da nicht mit dem Flammenwerfer rangehen. Einfach mit dem Feuerzeug erwärmen. Nicht heiß machen, nicht, dass das schmilzt. Dann wieder mit dem Feuerzeug ein bisschen erwärmen, da müssen wir ein bisschen Gefühl beigehen und dann die ganze Geschichte in die Form ziehen, wie man es haben will, halten und dann bleibt er auch so. Und dann
nachher ganz zum Schluss nur noch hier zum Beispiel diese Lippen hier, die kann man auch noch ein bisschen warm machen, dass man sie hier so nach oben biegt. Das funktioniert ausgezeichnet. Biegt sie so ein bisschen nach oben, haltet das Ganze fest. Also passt die Kontur an die Kontur der Aufnahme oben und unten an. Mehr ist es nicht. Aber das habt ihr ja gesehen. Ich habe es euch daher auch erklärt. Gut, jetzt haben wir die Bürste wieder gängig gemacht. Ihr könnt, hättet auch ein neues Kugellager bestellen können. Ist meistens aber gar nicht nötig. Macht einfach mit ein bisschen Hitze, geht daran, dass dann irgendwelche Haare und irgendwelcher Dreck, der da drin ist, quasi verbrennt. Und dann nehmt ihr noch ein bisschen Ballistol oder Kriechöl oder sonst irgendwas und macht das Kugellager wieder gängig. Das wird euch garantiert gelingen und dann baut ihr den ganzen Krempel wieder zusammen. Genauso wie ihr das auseinandergebaut habt. So, das war die Geschichte. Jetzt kommen wir mal zum Motor. Da habe ich diesen Motor gezeigt, den hatte ich schon gereinigt. Hier ist es vielleicht ganz gut. Hier habe ich es, glaube ich, halb live gezeigt. Bei diesem Staubsauger, der war natürlich in einem wesentlich besseren Zustand. Hat natürlich auch um 10 Euro mehr gekostet. Also der war quasi in einem, fast neuwertig würde ich noch nicht sagen, aber in einem exzellenten Gebrauchszustand. Das ganze Modell, ihr seht es hier auch schon von hier außen, der stand eigentlich im Grunde genommen, stand er nur rum. Und hier waren die Akkus wirklich hin. Die Bürste war auch freigängig. Die Bürste war ganz einfach. Also die war, habe ich sofort gemerkt, Bürste ist in Ordnung, da besteht kein Handlungsbedarf. Ich habe es trotzdem auseinandergenommen, um da den Dreck rauszuholen. Aber viel Dreck war da nicht drin. Und wenn, dann gucke ich mir das zumindest mal an. Aber die Akkus haben nicht mehr lange gehalten. Und der Motor, der war hier auch noch in sehr gutem Zustand. Hier war der Motor total verdreckt. Aber hier kam auch ein bisschen Schmutz raus. Also dieser ganze feine Staub, der setzt sich da in den Motor rein. Jetzt zeige ich euch als nächstes, wie man im Handteil, wie man hier in dem Handteil, hier ist ja der Motor verbaut und hier ist die Elektronik mit den Akkus verbaut. Also hier sind ein paar Akkus drin, hier hinten sind ein paar Akkus drin, das interessiert uns erstmal nicht. Und hier vorne ist der Motor. Und dann zeige ich euch mit so einer kleinen Bürste, wie man den Motor reinigt. Warum muss man den Motor reinigen? A, wenn er extrem verdreckt ist, wie bei diesem Modell, sinkt nachher irgendwann die Saugleistung, weil der ganze Schmutz, der ganze Motor hat sich mit so einem Feinstaub, mit so einem immer dicker werdenden Dreckschicht sozusagen in dem Motor, der quasi für das Vakuum sorgt, hat sich nachher komplett zugesetzt und er verliert an Saugkraft und das ist dann ja auch nicht so schön. Deswegen sollte man den Motor, wenn man den sowieso hier irgendwie an die Akkus ran will, sollte man den Motor auch mit reinigen. Das ist auch keine Raketenwissenschaft, da ist nur so eine Gummihutze drüber. Die Gummihutze zieht man ab, öffnet den Motor, der ist mit 4 Rasthaken befestigt, nimmt den Motor auseinander und dann sieht man schon diese Turbine sozusagen, die diese Saugleistung macht und geht da einfach mit einer Bürste, die leite ich euch von eurer Frau aus, mit der Bürste da rein und holt diesen ganzen Schmutz da raus. Also ein bisschen was kam da auch raus, aber es war nicht wirklich viel, wenn ich an das Ding denke. Eieiei, das war echt heftig. Das gucken wir uns jetzt als nächstes an, wie man den Motor reinigt. Ach so, übrigens, was würde passieren, wenn ihr den Motor nicht reinigt? Ja klar, bei dem Ding, er verliert Saugkraft. Ja, bleibt so stehen. Er verliert Ich stelle den mal hier so in die Ritze. Wieder besser. So, er verliert Saugkraft und er wird lauter. Das ist zum Beispiel ein Indikator dafür, dass der Motor total verdreckt ist. Klar, weil der Schmutz sorgt nachher dafür, der verteilt sich so ungleichmäßig in diesen einzelnen Lamellen und sorgt für eine Unwucht. Und das macht Krach nachher, weil der dreht ja mit einer hohen Drehzahl. Und das macht nachher Lärm. Das heißt also, wenn der Motor irgendwie unrund läuft, das hört man nachher auch, liegt es in der Regel daran, dass er komplett verdreckt ist. Also er läuft unrund und wird laut. Und das ist natürlich immer ein Zeichen dafür, Motor sollte mal gereinigt werden. So, das gucken wir uns jetzt an, wie man den Motor reinigt. Jetzt kommen wir zu dem Handteil. Jetzt werden wir das Handteil nehmen. Also beim Handteil ist es so. Wenn das Teil laut sein sollte wie Sau, also wenn der Motor richtig laut wird, dann läuft er unrund und das liegt daran, dass da Dreck drin ist. Dazu zerlegen wir das Handteil, das habe ich ja schon. Hier liegen nämlich diese 5 Schrauben, die ihr hier seht. Hier vorne, hier sind diese 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. Und diese 5 Schrauben saßen hier drin. Was brauchen wir dann eigentlich für einen Schlüssel? Lass mal gucken, das ist ein T, ihr braucht ein T9. Ihr braucht hier ein T9, um die Schrauben zu lösen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kann man das Handteil auseinandernehmen. Und das machen wir mal.
alles ein bisschen etwas fummelig. So, einmal ist hier vorne ein bisschen geklipst und geklemmt. Aber das kriegt man schon alles auseinander. Ein bisschen mit Gefühl bei Ihnen, dass ihr da nichts abbrecht. So. Und dann haben wir das hier. Ihr seht es, das habe ich auch schon so ein bisschen gereinigt hier innen drin. So vorgereinigt. Also auch nichts weiter machen. Und das ist hier die gesamte Elektronik. Da gehen wir mal ein bisschen dichter ran. Das Ding hat 5 Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Samsung-Zellen sind das. Und zwar sind das Samsung-Zellen. Welche sind das? Kann ich das hier sehen? Das ist ein bisschen Rufbiet, dann sehe ich das, glaube ich, ja. Und zwar sind das INR 18650 15L, heißen die. Das sind 1500 mAh Akkus. Und wir werden hier, das sind 5 Stück, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier habe ich 5 neue. Und wie im Video beschrieben, habe ich mir bei akkuteile.de diese Zellen hier geholt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen dichter rangehen. Ja, da kann man so ein bisschen lesen, hoffentlich. Und zwar sind das INR 18650 20R. Das sind 2000 mAh Akkus. Im Gegensatz zu denen hier, das sind 1500 mAh Akkus. Haben die 25% mehr Kapazität. Das bedeutet natürlich, der Staubsauger wird auch 25% länger halten im Saugbetrieb. Diese Akkus, die hier verbaut sind, sind eigentlich noch gut. Aber ich tausche sie aus, weil das immer noch die ersten Akkus sind. Und schmeiße ich natürlich nicht weg, sondern ich werde die nochmal alle durchmessen und in meine Bastelkiste legen für Powerbank-Aufgaben. Also diese 5 Akkus werden wir hier einlöten und einbauen. Und die können bis zu 15 Ampere können die ab. 15, lasst mich nicht lügen. Ich glaube ja, 15 Ampere, nee, 22 Ampere. Die können sogar bis 22 Ampere Entladestrom liefern. Also sie sind größer als die verbauten, die wir hier sehen. Sind deutlich größer als die verbauten von der Kapazität her und auch vom Entladestrom können die wesentlich mehr ab. Und sie sind natürlich auch relativ günstig. Die kosten nicht die Welt. Also einer kostet um die 4 Euro, 3 Euro sowieso habe ich dafür bezahlt. So, und dann gucken wir uns mal die Leiterplatte hier an. Das hier ist die Leiterplatte und die Ladeelektronik. Hier ist der Ein- und Ausknopf. Und hier vorne, dieses Teil hier, was ihr hier seht, das ist eine Sicherung, das ist eine SMD-Sicherung, da gehe ich nochmal dichter ran. Das ist eine 15 Ampere SMD-Sicherung. Und sollte der Staubsaugbehälter, der hier, sollte der sehr, sehr voll sein, dann muss der Motor natürlich stärker ackern. Und sollte die Bürste vorne schwergängig sein, so wie sie war, besteht durchaus die Chance, dass euch diese Sicherung hier durchknallt. Also wenn der Staubsauger mal total tot sein sollte, liegt es in der Regel daran, dass diese SMD-Sicherung, die ihr hier seht, die 15 Ampere durchgebrannt ist. Passiert nicht ganz so selten, kann vorkommen, wenn wirklich alles schief geht und ihr den Staubsauger überhaupt nicht pflegt. Jo, also wir wollten uns ja erstmal den Motor angucken. Diese Leiterplatte ist geschraubt mit 2 Schrauben. Da gehe ich nochmal wieder dichter mit euch ran. Eine Schraube seht ihr hier vorne, da, und eine Schraube hier. Ich glaube, dazu schraube ich jetzt erstmal die beiden Schrauben hier raus. Die Leiterplatte halten. Einmal, zweimal, und dann machen wir uns gleich erstmal daran, dass wir den Motor sauber machen. Das habe ich schon getan. Hier seht ihr beim Motor, hier oben steht auf dem Kunststoff ab. Das bedeutet natürlich, das gehört nach oben. Und man kann den ganzen Motor mit dem Akkublock hier vorne so ein bisschen raushebeln. Zack. Und hier haben wir den Motor. Und da ist ja dieses ab, das ist einfach nur so ein Gummi. Das ziehen wir mal ab hier. Und macht euch da, wo das ab ist, so wie ich das hier auch gemacht habe, mit dem Edding einen schwarzen Strich. Und zwar hier über diese gesamte Fläche von dem Vorder- und Rückteil, weil das werden wir gleich zerlegen, um den Motor zu reinigen. So, wie ist dieses Vorder- und Rückteil befestigt? Einfach nur an diesen Clipsen. Dazu drückt ihr einfach nur diese Clipse hier runter. Das könnte man mit der Hand machen. Oder mit einem Schraubendreher. Nehme ich mal hier einen Schraubendreher. Ich versuche das hier mal hier reinzugehen, um das Ganze so ein bisschen runter zu drücken.
von hinten, ne? Ja, von hier hinten ging es am besten. Genau, so macht ihr das. Und dann seht ihr, dann haben wir die schon gelöst und das macht ihr bei allen Vieren. Das ist ja auch schon ein bisschen her. So, 1, 2. 3. Und dann gibt es noch einen vierten, der ist unten. Das müssen wir leider machen, um an den Motor ranzukommen. 4. So, und dann haben wir das, können wir das Vorderteil hier abziehen. Deswegen habe ich mir das hier auch markiert, wie ihr seht. Oder auch nicht. Genau hier. Deswegen habe ich mir das markiert, was an welcher Stelle zusammengehört, ne? Damit wir das genauso wieder zusammenbauen. Und ihr seht, das ist natürlich jetzt hier sehr, sehr sauber. Und wie kriegt man das jetzt sauber? Das ist diese Turbine, die hier drin ist. Die erzeugt die Saugleistung. So habe ich hier nochmal einen anderen Staubsauger. Ich habe ja nämlich noch einen geholt. Und hier kann man das ganz gut sehen, was da an Dreck rauskommt. Aber der ist im sehr guten Zustand. Er staubt hier ein wenig. Hier unten kann man es aber sehen, ne? Der erste läuft wieder. Und mache ich jetzt hier an dem weiter. So. Auch raus. Erledigt. Kommt der Deckel wieder rauf. Das Gummiteil ist gerade am Trocknen. Okay. Ja, Motor gereinigt. Ja, auch keine Raketenwissenschaft. Gut, was bleibt denn als nächstes? Dieser Staubsauger, der neue, der im guten Zustand war, der hatte, da waren die Akkus wirklich hin. Also die Rollen liefen ganz geschmeidig, da war überhaupt nichts mehr. Da musste ich fast nichts machen, eigentlich gar nichts. Das war alles in Ordnung hier drin. Konnte ich im Grunde genommen wieder zusammenschrauben. Aber die Standzeit des Saugers war grenzwertig. Der hielt nur noch 10, maximal 15 Minuten, eher 10 Minuten. Und das hatte mit den Akkus zu tun. Ich habe jetzt mal zwei Akkus. Hier habe ich zwei Akkus aus dem ausgelöteten. Diese Akkus hier, die sind ja noch eigentlich in Ordnung. Das war ja aus dem. Da war aber da saßen die Probleme an anderer Stelle. Der Motor war halt total verdreckt. Das ganze Ding war total verdreckt. Unten der Bürstenmotor war schwergängig. Der war fast fest. Also, dass der sich überhaupt noch gedreht hat, hat mich gewundert. Und die Akkus waren eigentlich in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe sie trotzdem ausgetauscht. Und hier sind die Akkus aus dem Defekten. Das sind 5 Samsung-Zellen sind da verbaut, in allen beiden natürlich. Samsung-Zellen INR18650-15L. Hier kann ich euch das mal zeigen. Seht ihr das? Da steht's. INR18650-15L. Das sind 1500 mAh. Da habe ich natürlich, die wandern morgen in die Batterietonne. Deswegen habe ich das hier oben abgeklebt, damit es da keinen Kurzschluss gibt. Das sind 1500 mAh Akkus von Samsung. Eigentlich gute, sehr gute Zellen. Allerdings waren die hin. Und ich habe die auch durchgemessen. Der hier hatte noch 1050, von den 1500 hatte der noch 1050 nutzbare beim sehr hohen Innenwiderstand. 1050 mAh und der war der gruseligste mit 933 mA hatte der nur noch. Logisch, dass der Akkusauger beim Einschalten nur noch eine kurze Zeit lief, weil die sind einfach verschlissen gewesen. Das sind 5 Stück. Die anderen habe ich hier noch liegen. Nicht, dass ihr mir, dass das heißt, hier Perle. Ich glaube dir nicht. Hier sind die anderen 3. Da habe ich schon gar nicht mehr draufgeschrieben. Die haben auch alle so um die 1000 nur noch.
Und der mit den 933 war so ein Ausreißer. Ne? Also da passte einfach nichts mehr rein an Kapazität. Die waren wirklich fertig. Die waren physikalisch nicht mehr in Ordnung. Also wenn ein Akku von 1500 mA über 570 mA verliert, ist der durch. Dann ist der erledigt, dann ist er platt. Schlecht behandelt worden, keine Ahnung. Aber viel lief dieser Sauger nicht. Also er stand wahrscheinlich Ewigkeiten immer auf der Ladestation und das hat vielleicht die Akkus auch fertig gemacht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut. Ja. Jetzt kommen wir eigentlich zum Akkuwechsel. Also nachdem wir gesehen haben, okay, wir haben die Bürste gemacht, wir haben den Schlauch gegebenenfalls gewechselt, wir haben den Motor sauber gemacht, damit er wieder rund läuft und leiser läuft vor allen Dingen. Weil ganz so leise sind die Dinger ja nicht. Mach ich nochmal an. Er macht schon so ein bisschen Lärm, aber wenn der Motor verdreckt ist, dann wird dieser Lärm deutlich lauter. Dann wird das ganze System deutlich lauter. Ne? Übrigens praktisch ist auch bei dem hier, ich habe das aber auch an Ersatzteile, auch für meine alten, für mein 12-Volt-Modell. Passt natürlich hier auch auf. Ne? Schön ist natürlich hier diese Geschichte. Da kann man hier, warte mal so. Moment. Genau. Kann man das hier raufpacken oder hier als Fugendüse. Das funktioniert ausgezeichnet. So, wenn ich das jetzt mit meinem 12-Volt-System machen würde, das hört sich ganz anders an. Also wirklich toll. Diese Fugendüse. Das ist auch noch ein Unterschied an den Modellen. Die kann man hier so reinklipsen. Und auch ein weiterer Unterschied ist auch, dass der vorne eine Beleuchtung hat. Ne? Das ist toll mit der Beleuchtung. Das ist toll mit der Beleuchtung. Insbesondere in dunklen Ecken sieht man dann den Schmutz besser, den man aufnehmen will. Ne? Also ich benutze das System und ein Parterre. Und täglich. Also den großen Sauger hole ich unten gar nicht mehr raus. Oder den holen wir unten gar nicht mehr raus. Den Miele, den wir haben. Wir haben auch noch Miele, großen Miele Staubsauger. Das funktioniert mit dem ganz gut. Allerdings, hier fehlt ein bisschen die Saugkraft. Hin und wieder mussten wir doch den Miele rausholen, um den tiefer liegenden Schmutz rauszuziehen aus den Teppichen. Ich würde fast behaupten, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, weil der hat so viel Power hier, das Teil. Der ist nicht nur für Krümel gut geeignet, der ist wirklich für alles gut geeignet. Also der zieht alles weg. Ne? Das ist also astrein, das Teil. Also wo ich mit dem hier 8,5 Jahre sehr, sehr zufrieden war, ist das echt ein Innovationssprung, ne? Und Leistungssprung. Ne? Also deutlich leistungsfähiger, richtig cool. So, nun kommen wir aber zu den Akkus. Hier waren die Akkus in Ordnung, hier habe ich trotzdem neu eingebaut und hier waren die Akkus wirklich hin, diese 5. Und an dem zeige ich euch jetzt, oder Mixmax, ich habe das hier auch ein bisschen gezeigt. Ich zeige euch mal einen Teil hiervon und einen Teil hiervon, wie ich die Akkus da eingebaut habe. Weil ich habe das auch Learning by Doing, das waren neue Systeme für mich. Hier bin ich vorgegangen, bei dem hier bin ich so vorgegangen, dass ich die Elektronik abgebaut habe und die Akkus Stück für Stück ausgewechselt habe. Ein Zweierpaket konfektioniert, hinten wieder reingesetzt. Bumm. Gemessen habe ich wieder die 18 Volt an der Spannung anliegen. Habe ich alles richtig gemacht? Ja, habe ich. Dann habe ich den nächsten ausgelötet, dann habe ich den nächsten ausgelötet und den dritten ausgelötet und eingelötet. Die drei Dinger, die letzten drei, die sitzen in dem Akku, pack so. Echt scheiße verbaut, wo auch noch der Motor in der Nähe sitzt. Und die Leiterplatte und jede Menge Kabel. Also das war echt schwierig, weil hier auch mehrere Kabel sind. Also da wurden teilweise an einem Pool zwei Kabel angeschlossen oder waren angeschlossen. Und das war echt Fummelscheiß da bei dem Teil. Ich habe mich da durchgekämpft, aber es hat ewig gedauert. Ich bin da fast verrückt geworden. Und dann denke ich, nee, wo ich diesen Staubsauger hier hatte, hier machst du es anders. Hier zerlegst du das komplette Ding. Also, damit du an alles rankommst, bleiben die Akkus nicht in der Nähe hier von dieser Ladestation in der Unterschale drin, sondern du baust das alles auf und hast das auf dem Tisch viel eleganter, dass du da besser rankommst. Dieses Teil hier hinten ist geklipst von innen. Das Teil. Das ist hier so, hier innen drin so eingehakt und nach unten reingeklipst. Das ist einfach nur gesteckt. Das kann man auch ausbauen. Ja, wunderbar. Dann hat man nämlich alles in Einzelteilen, kann man das alles schön auseinander breiten und dann kann man da auch viel besser mit dem Löten ran. Und das zeige ich euch gleich mal. Das Konfektionieren der zwei Akkus in dem Handgriff. Hier sitzen zwei Akkus drin, die sind so konfektioniert, das ist einfach. Und hier vorne sitzt der Motor drin, hier in diesem Bereich. Und auch noch diese drei Akkus, wo man so schwierig ankommt.
ich zeige euch erstmal an dem hier, wie ich dann den Handgriff konfektioniert habe. Einfach, einfach, einfach. Und dann schwenken wir mal auf dieses Modell um, wo ich euch, das zeige ich euch nicht komplett, wo ich euch quasi, ich glaube beim letzten Akku zeige ich das, wie ich den letzten Akku da auch noch einbauen und das alles wieder zusammenbaue irgendwie. Und das geht wesentlich besser, wenn man das alles komplett auseinander nimmt. Dann hat man wesentlich mehr Platz zum Arbeiten und kann vernünftig arbeiten. Ja, und das schauen wir uns jetzt an. Aber bitte seid vorsichtig. Ach so, übrigens, was für Akkus habe ich da eingelötet? Ja. Also, ich hätte mir jetzt diese INR 18650 15L, diese Teile hier, die hätte ich mir jetzt neu kaufen können. Die hätten neu gekostet, das Stück 4,35 Euro. 4,35 Euro. Die, warum wurden diese Zellen verbaut? Die schaffen einen maximalen Entladestrom von 15 Ampere. Also hier kann man 15 Ampere rausziehen aus den Teilen und die haben keine Probleme damit. Ihr könnt nicht irgendwelche 18650er einbauen, die fliegen euch sonst um die Ohren. Die müssen diese hohen Entladeströme, weil wenn der Staubsauger läuft, da fließen harte Ströme durch. Also ich schätze mal 8 Ampere Minimum. Da ist eine 15 Ampere Sicherung drin. Ich nehme an, mit der Rolle 8, zwischen 8 und 10 Ampere werden da garantiert an Strömen fließen. Diese Akkus schaffen bis 15 Ampere problemlos. So sind sie spezifiziert. Das ist der INR 18650 15L. Das bedeutet also, 15L steht für die 15 Ampere Dauerentladestrom und haben 1500 mA. Also habe ich ein bisschen geguckt, was für Akkus würden da noch in Frage kommen. Einmal die Originalen, die kosten dann das Stück 4,35 Euro. Und dann bin ich bei akkuteile.de, da habe ich es nicht bestellt. Hier, das kann ich euch mal zeigen, da muss ich aber die Hälfte zuhalten. Hier ist die Rechnung, akkuteile.de. Da habe ich mir dann 5 Stück bestellt. Kann ich euch auch nochmal einblenden. Da habe ich mir 5 Stück bestellt und zwar Samsung INR 18650 20R. Warum habe ich mir die bestellt? Ja, die haben 2000 mA. Die haben also zu den 1500ern haben sie 25% mehr Strom passt da rein. Also eine höhere Kapazität. Das bedeutet natürlich auch eine höhere Laufzeit. Anstatt 35 Minuten im Slow Motion, im langsamen Betrieb. Also mit dem, wenn ich den jetzt hier so laufen lassen würde, müsste ich meinen Arm knapp 45 Minuten hochhalten, ehe er sagt, Akku leer. Habe ich natürlich noch nicht getestet, aber es ist so. Also ich habe den schon ausgiebig getestet. Also, aber ich habe den nicht 45 Minuten in der Luft gehalten, um zu gucken, schafft er sie 45 Minuten. Also mit den 1500 mA Akkus soll er 35 Minuten schaffen. Mit 2000 mA 25% mehr. Da liegen wir bei 43, 44 Minuten. Laufzeit. Also habe ich mir die 2000er geholt und die haben einen Entladestrom von 22 Ampere. Sind also sogar noch ein bisschen potenter. Also die kann man noch härter fordern. Weniger wäre schlecht, mehr ist immer gut. Also sind wir immer auf der richtigen Seite. Wir brauchen mindestens 15 Ampere dauerhaften Entladestrom. Und diese, die ich mir jetzt bestellt habe, die INR 18650 20R 2000 mA Kapazität, also 25% mehr als in den hier, die drin waren und sogar ein höherer Entladestrom wäre möglich. Nutzt das System natürlich nicht, aber so bin ich immer auf der sicheren Seite, dass mir den Akkus nichts passiert, dass mir die da nicht unter Ohren fliegen und anfangen zu brennen. Das ist immer wichtig. Nicht, dass ihr da irgendwelche 5 Ampere Akkus einbaut, weil die werden dann richtig heiß und könnten unter Umständen explodieren oder anfangen zu brennen. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen muss man wissen, was man macht. Also bestellt euch auch die INR 18650 20R mit 2000 mA, 25% mehr Kapazität, also auch 25% mehr Leistung, so macht das AEG auch in den 45er Modellen. Das, genau, die sind absolut baugleich. Das sind bloß eben nicht 1500er Zellen eingebaut, sondern 2000er Zellen. So. Und so haben sie dann quasi ein neues Modell geschaffen, was einfach länger läuft, so ein Long Range Modell, ne? Mit einer höheren Akku-Nutzungszeit. Und das Spannende dabei war auch noch, dass sie billiger waren als die 1500er. Für die 1500er, die kosten bei akkuteile.de 4,35 Euro und für die 2000er habe ich bezahlt 3,84 Euro. Da kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer dazu. Wartet mal. Liegen wir ungefähr beim gleichen, ne? Das war mit Mehrwertsteuer hier, ne? 4,35. Da liegen wir ungefähr beim gleichen Preis. Ja. 3,84 plus 61 Cent. Ich kann euch das mal einblenden von der Rechnung. Und ich hab hier vorher mal gegoogelt, was die hier kosten würden, die vorher verbaut waren. Die kosten ungefähr das gleiche. Plus eben mit dem Vorteil, wir haben Samsung-Zellen, die 2000 mA haben, also auch mehr Power in dem
in dem Staubsauger. Sprich, auch wenn die mal irgendwann altern würden, wenn die langsam schlechter werden, hätten die immer noch mehr Power als die vorher verbauten. Das ist schon mal gut. Also man erhöht die Standzeit massiv, ne? Und auch die Saugzeit massiv. Also echt gute Geschichte. Bestellt euch die Samsung INR 18650 20er. Aber guckt erstmal, was bei euch verbaut ist. Das ist immer wichtig. Aber ich wette mit euch, wird genau das gleiche verbaut sein. INR 18650 15L. Die werden bei euch drin sein. Und wie gesagt, 15 Ampere Dauerstrom. Jetzt habe ich eine Zelle bestellt mit... mit 22 Ampere. Also die noch mehr ab kann. Wird gar nicht in dem Bereich gefordert, aber 15 ist Minimum, es muss mehr sein. Oder müsste auch mindestens 15 Ampere haben. Ich habe keine Samsung-Zelle gefunden, die so preiswert ist. Ich habe natürlich nach Zellen gesucht. Dieser Akkutausch muss natürlich auch günstig sein, ne? Also warum soll ich für das gleiche Geld 1500er einbauen, wenn ich für die gleiche Kohle 2000er kriege, ne? Die sogar noch ein bisschen besser sind. Also habe ich die quasi in das Ding verlötet. So, das gucken wir uns jetzt einfach mal an, diesen Akkuwechsel. Wie gesagt, erst mit dem Teil und dann nachher mit dem Teil, wo nachher alles auf dem Tisch lag, wo ich das alles auseinandergenommen habe. Und damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie ist das Ganze aufgebaut und wie kompliziert ist das? Das ist echt Pillepalle. Bei den Akkus, da müsst ihr drauf achten, das ist natürlich hier punktgeschweißt. Da müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr am Pluspol, der ganze Rest ist ja Minuspol. Das heißt also, wenn ihr hier nach hier vorne, einen kurzen baut, dann fliegt euch die Zelle um die Ohren. Passt da bloß auf, da sitzt richtig Energie drin in den Dingern. Also ihr dürft auf keinen Fall einen Kurzschluss bauen. Gerade wenn ihr hier nachher diese punktgeschweißten Dinger abfummelt, seid da vorsichtig, dass ihr da nicht mit der Metallzange so doll drückt, dass ihr hier quasi einen kurzen fabriziert. Ne? Wäre nicht unbedingt schön. Ne? Also aufpassen. Und mit dem Vorverzinn nimmt ein entsprechender Lötkolben, der auch ein bisschen Dampf hat, und verzinnt diese. Bei Minuspol ist es kackegal. Minus ist das ganze Gehäuse. Das ist nicht so tragisch. Aber wenn ihr da am Löten seid, seht zu, dass ihr da nicht eine Minute drauf rumlötet, dass hier die ganze Hitze in den Akku rein. Das macht den Akku kaputt. Also Hitze ist für den Akku nicht schön. Wenn man mal kurzzeitig hier ein bisschen rumlötet, ist kein Problem. Können die Zellen locker ab. Aber nicht eine Minute auf diesen Dingern rumbraten, wie blöd, ne? Sowohl unten als auch oben. Gerade oben müsst ihr aufpassen, dass ihr da keinen kurzen fabriziert. Nur wirklich auf diesem Pluspol. Die sind nicht geschützt hier. Das kann kein Schutz. Das sind Power. Ja, das sind Industriezellen. Und da muss man, also vor denen muss man echt Respekt haben. Wichtig auch bei den Akkus, wenn ihr die bekommt, messt sie alle durch. Die müssen alle die gleiche Spannung haben. Nicht, dass die unterschiedlich von der Spannung her sind, ne? Ihr müsst sie vorher nicht aufladen, müsst ihr nicht. Ihr müsst sie auch vorher nicht entladen oder wie auch immer, wenn ihr ein Ladegerät oder sowas habt. Sondern achtet einfach nur drauf, dass die alle die gleiche Spannung haben. Und wenn sie nicht alle die gleiche Spannung haben, dann macht sie alle voll. Dann haben sie alle die gleiche Spannung, nämlich 4,2 Volt. So, aber in der Regel werden sie mit der Lagerspannung verschickt von agoteile.de. Ja klar, sie sollten nie voll und nie leer sein, sonst würden die kaputt gehen. Sondern die haben immer so eine gewisse Lagerspannung, so 50% an Kapazität oder, ja, lass es, ja, 50%, sagen wir mal 50%. Dann haben die natürlich eine Spannung von, ich sag mal, 3,6 Volt oder sowas oder 3,5 Volt. Und wie gesagt, alle 5 Zellen messt durch und die sollten alle die gleiche Spannung haben. Nicht, dass ihr das zu unterschiedliche Zellen einbaut, ne? Obwohl, wenn sie geladen werden, werden die auch alle einzeln geladen. Also das Lademanagement lädt jede Zelle einzeln und passt auch auf und überwacht jede Zelle einzeln. Ganz, ganz wichtig, ne? Damit die nicht aus dem Kurs laufen. Ne? Ja, also nur 5 Akkus raus, 5 alte Zellen ausbauen, 18650er, die 1500er raus damit und 5 neue mit 2000 mAh einbauen, die auch noch sogar noch mehr verknusen können fürs gleiche Geld. Bedeutet, wir können länger saugen mit dem Teil. Also der macht nicht so schnell schlapp. Ne? Muss nicht sofort auf die Ladeablage, dann könnt ihr anstatt 60 Quadratmeter, könnt ihr damit 80 oder 90 Quadratmeter saugen. Könnt ihr euch ausrechnen, 60 plus 25% mehr Saugleistung. Gut, das gucken wir uns jetzt an. Das ist das letzte Thema. Wir basteln jetzt neue Akkus rein. Seht ihr? Das war ja oben. Suchen uns von unserer Gummimuffe das Abzeichen. Hier ist ab. Und packen das Gummi hier wieder so rum, dass das hier abgedeckt ist alles. Also hauen das den Fromms hier wieder rauf. So.
Also Motor ist wieder sauber, wunderbar. Das nächste wären jetzt die Akkus. Und ihr seht schon, die Akkus sind relativ einfach, an die kommt man relativ einfach ran. Die kann man jetzt Stück für Stück auslöten. Hier seht ihr noch so eine Abdeckung. Da kann ich auch noch mal mit euch raufgehen. Da gehe ich mal ein bisschen dichter ran. Hier sind so eine Schutzgummis. Die würde ich nicht unbedingt wegschmeißen. So, und das könnt ihr dann hier einfach abschneiden. Oder mit der Zange abfriemeln. Auf der anderen Seite genauso. Und dann lötet ihr einfach an den neuen Akku, lötet ihr das Kabel wieder an. So, das macht ihr bei dem Akku. Das macht ihr bei dem Akku, der hier innen drin sitzt. Und macht ihr bei dem. Also ich würde erstmal hier anfangen, den nehmen und hinten sind nochmal zwei. Da seht ihr hier hinten, da brauche ich mal eine Pinzette. So, das ist einfach nur ein Temperaturfühler. Machen wir den Temperaturfühler ab. Und jedes Mal, wenn ihr einen Akku eingelötet habt oder zwei Stück, messt bitte, ob die Spannung stimmt, wenn diese 18 Volt wieder anliegen, ne? Oder ob ihr da irgendwelche Scheiße gebaut habt. So. Zack. Also den könnt ihr hier rausnehmen. Den braucht ihr erstmal nicht. Den packen wir zum Schluss wieder darauf. So, und hier hinten, das ist also quasi nur so ein Kunststoffgehäuse. Das kann man da auch rausfummeln. Ich versuche es mal. Dass wir das hier irgendwie geschickt rausholen. Genau so. So, und dann seht ihr, hier sind auch nochmal zwei Akkus drin. In so einem Kunststoffgehäuse. Und ja, hier unten sind die einfach nur, wie ihr seht, mach ich mal ab. Hier ist Plus, hier ist Minus. Die sind einfach nur gebrückt. Könnt ihr einfach ein Draht nehmen. Und hier oben lötet ihr dann jeweils die Strippen ran. Hier ist noch ein braunes. Achso, das braune geht nach unten. Alles klar. Geht nach unten. Jo. Lass mal schauen. Ich hole die mal raus. Wie kriegt man die jetzt am besten raus? Am besten nach oben, ne? Ja. Genau, hier. Genau, so. Zack. Ja, genau. Geht hier unten ran. Und hier kommt der blaue, geht hier ran. Zwei blaue im Grunde genommen und ein schwarzer geht hier ran. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Macht euch da unbedingt ein Foto von. Ich mache das nochmal auf hier, dann könnt ihr es besser sehen. Hier und hier. Hier gehen die beiden blauen ran. Und hier geht der schwarze ran. Also das hier ist Minus hier unten und das hier vorne ist Plus, wie ihr seht. Minus, Plus. Plus ist gebrückt. Verwende ich alle wieder. So. Seht ihr hier? Hier hatte ich gesagt Minus, Plus. Geht hier rüber und hier ran. Also so ein ungesummes 7,4 Volt. Ne? Hier ist der schwarze und hier kommen die beiden blauen ran. An Plus kommen die beiden blauen, am Minus kommt der schwarze, hier unten eine Brücke und an diese Brücke irgendwo an einen in die Mitte, wie ihr wollt, oder den ist wurscht, das braune. So, und so arbeitet ihr euch quasi durch den gesamten Staubsauger durch, über alle 5 Zellen. Und jedes Mal, wenn ihr 2 Zellen ausgetauscht habt oder eine Zelle ausgetauscht habt, messt bitte die Spannung an dem Pin hier, an dem Pin und hier vorne, dass ihr wieder auf die 18 Volt kommt, damit ihr keinen Scheiß gebaut habt. Ne? Da müsst ihr echt aufpassen. Macht euch auf jeden Fall mit eurem Handy ein Foto von diesem Zustand und dann wisst ihr schon mal Bescheid, wie das Ganze vorher ausgesehen hat, damit ihr da keinen Mist macht. Dann könnt ihr im Handy jedes Mal nachschauen. Und ich werde jetzt hier 2 neue Akkus nehmen. Die haben übrigens, wichtig, wichtig, messt auch die Akkus durch. Die haben hier alle die gleiche Spannung. Ne? Die habe ich nicht aufgeladen, aber sie sind hinter 2 Stellen hinter dem Komma sind die alle identisch, was die Spannung angeht. Die sind quasi auf Lagerspannung. Ne? Die haben 3, ich weiß es gar nicht, was die haben.
Ich kann es ja mal messen. Das kann ich euch genau sagen. Das habe ich natürlich schon alles erledigt. Also nicht, dass die unterschiedliche Spannung haben. Die haben jetzt, warte mal, so rum. Die haben jetzt, der hier hat 3,57 und der hat 3,57. Die sind alle, also wirklich alle identisch. Gut. So, und das Ganze will ich natürlich dann hier auch entsprechend vorverzinnen mit dem Löt, hier, mit dem Lötkolben. Hier will ich einen Lötklecks drauf machen, hier will ich vorsichtig einen Lötklecks drauf machen. Und hier hinten will ich einfach, also das Ganze, dass das so aussieht wie die beiden hier. Da will ich diese Seite oder diese Seite, ist eigentlich scheißegal. Hier will ich einfach eine Brücke machen, ne, von Minus nach Plus. Dann das braune Kabel anlöten, dann ist diese Unterseite schon mal erledigt. Und oben löte ich dann einfach nur noch, genauso wie es hier auch ist, das schwarze Kabel hier an Minus und die beiden blauen Kabel an Plus. Mehr ist es nicht. Und so arbeite ich mich jetzt durch den gesamten Staubsauger durch, meine Lieben. So, also ich baue die jetzt hier mal ein und dann melde ich mich wieder, wenn die beiden hier drin sind. Beginne ich hier vorsichtig das Ganze schon mal mit einem Lötkleck zu benetzen. Seid da ein bisschen vorsichtig, baut da auf keinen Fall einen Kurzschluss. Es dreht sich nur darum, dass das nachher einfacher anzulöten ist. Also, die können schon ein bisschen Hitze ab, aber Vorsicht, Vorsicht. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen von Weller, den Weller 25, das sind 25 Watt Lötkolben. Das war der erste. Und so arbeite ich mich jetzt durch alle fünf durch. Entwickle noch ein bisschen Hitze. Das hat gerade seine Temperatur. Das wird gleich noch ein bisschen besser. Frischen Löt, frisches Löt zum Rauf. Hier kurz raufhalten. Das erleichtert uns nachher das Anlöten, ne? Selbst. Ich habe jetzt einen Lötklecks drauf auf dem Pluspol. Zieht natürlich ganz schön Hitze weg. So, ist auch ein Lötklecks drauf. Mehr muss es ja nicht sein. Auch reicht vollkommen aus. So, dann drehen wir das mal um. Machen wir auch die Unterseite.
andere Seite. Also minus. Ja, schaut selbst. Ein bisschen Wärme müsst ihr da schon raufbringen, sonst hält das nicht. Das reicht, mehr muss es nicht sein. Wir wollen da ja nur Kabel anlöten. Hat ja nichts zu halten. Jetzt hat der Lötkolben auch langsam seine Temperatur. So, einer noch. Fertig. Jetzt haben wir also die Vorverzint. Und nun geht es darum, das Ganze so zu machen, wie es hier unten auch ist. Hier unten, schaut selbst, da ist einfach nur eine Brücke und da ist das braune Kabel rangelötet. So. Ich würde ganz gerne. Lass mal gucken. Mit Isolierband arbeiten. Also werden wir jetzt hier dieses Paket mal so provisorisch zusammenkleben. So, das reicht schon. Okay, also können wir jetzt hier schon mal eine Brücke einlöten. Die sollte man natürlich vernünftig vorverzinnen. Also werde ich den jetzt hier so rauf heften auf den Pluspol. Ich
Weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Zack. Und etwas rumbiegen, damit ich ihn elegant hier an den Minuspol rankriege. So. Und dann hefte ich den hier auch ran. Zack. So. Seht ihr, haben wir hier unten schon mal unsere Brücke. So, hier versuchen wir den Draht hier so ein bisschen rauszuholen. Zweimal schon gelöst. Die Akkus will ich ja weiterverwenden. Ich mal versuchen, das Blech hier vorsichtig irgendwie abzukriegen. So. Das Blech brauchen wir nicht. Also werde ich das hier abschneiden. Seitenschneider habe ich auch irgendwo. Ja. Blech in die Tonne. Abisolieren, vorverziehen. Verzinne ich das Ganze mal ein bisschen. Könnt ihr sehen? Jo. Das ist der Weg. So, und das kommt natürlich dann hier unten ran. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob hier oder hier. Ich würde am Minuspol löten. Und den löte ich jetzt zusätzlich noch an den Minuspol ran. So. Sieht nicht so schön aus. Ein bisschen Lötzung aufgeben. Besser. So, also der sitzt. Jetzt ist das schon mal erledigt. Und nun kommt die obere Seite. Die müsst ihr natürlich genauso machen wie das Originalpaar. Ne? Hier hatten wir ja gesagt, an Minus, Minus. Machen wir jetzt genauso, dass ich den jetzt hier irgendwie löse. Und hier irgendwie entfernen. Zack. Dann haben wir hier noch so eine Art Isolator, den verwende ich weiter. Gummi. Und da hatte ich gesagt, das war auf Minus. Wahrscheinlich ein Abstandshalter ist das, ne? So. Den werde ich dann nachher rüber stülpen. Wie machen wir das? Kann ich ein Stück vom Blech noch weiterverwenden? Wäre vielleicht gar nicht so doof, ne? Kann ich das einfach so durchtrennen?
den kann ich hier an Minus anlöten. Jo. Dazu verzinne ich das Ganze noch mal ein bisschen. Mal schauen. Jo. Und das kam an Minus. Natürlich, das soll ja hier wieder rüber, dass ich möglichst den Originalzustand habe. So. Und das berate ich jetzt hier an Minus ran. Viel mehr heftig. Okay. Allerdings würde ich ganz gerne, wenn ich schon mal hier dabei bin, so. Sitzt, ist nicht schön, aber sitzt. Dann kommt hier das Gummi wieder rüber. Zack. So. Die beiden blauen. Machen wir das am besten. Lass mal gucken. So. Und da fummel ich den auch wieder ab. Der kommt dann nachher im Plus. Und so arbeitet ihr euch hier durch alle Akkus durch. Genauso, dass ich einfach sage, pass auf, hier mache ich ihn ab. Irgendwie. Ups. Vorverzehren. Wie machen wir das am besten? Nehmen wir die Oberseite, ne? Nehmen wir die Oberseite. Könnt ihr das überhaupt sehen, was ich hier mache? Ja, ne? Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Das ist ja das Entscheidende. So, und hier verzehren wir das auch mal ein bisschen vor. Dieses Stück hier werden wir jetzt auf dem Pluspol löten. Ja.
gucken. So, drehen wir das mal. Und das kommt auch plus. Genau. So hatte ich mir das überlegt. So, lass mal schauen, wie kriegen wir das am besten hin. So, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt ist alles schick. Jetzt kommt natürlich, jetzt haben wir das natürlich eingelötet. Jetzt messe ich natürlich, stimmen die 18 Volt wieder. Das checke ich nochmal ab. Gleich gesagt, hier. Jo. Moment. Sind da. Das heißt also, auch wenn ich ihn jetzt anschmeiß, müsste er jetzt wieder voll Power laufen. Haut hin, würde er nicht, wenn wir das jetzt falsch gemacht hätten. So, jetzt nehmen wir wieder unser Käfig und dann sind diese beiden Akkus schon mal ausgetauscht. Jetzt haben wir hier nochmal die Klebeteile wieder rüber. Eins. Zwei. Drei. Sollten die nicht gut kleben, könnt ihr natürlich neues Klebeband unterhauen. So. Und packen den hier wieder rein. Lass das mal überlegen. Das ist nicht so schön. Gut, das stecken wir dann hier wieder rein. Zack. Das braune Kabel verstauen wir hier irgendwie ganz geschickt. Und hier ziehen wir den hier ab. Dann könnten wir im Grunde genommen sogar auch schon unseren Sensor hier wieder aufkleben. Unser Temperatursensor. So, der Temperatursensor hier auf. So, also die ersten zwei Akkus haben wir schon mal erledigt und Maschine funktioniert. So, und das mache ich jetzt auch mit den drei Akkus hier. Das wird ein bisschen einfacher. Jetzt haue ich noch den raus und den raus und dann ist die Sache erledigt. Dafür kommen die drei hier rein. Das lasse ich nicht laufen und vielleicht beim letzten melde ich mich nochmal. So, und hier werde ich die Akkus anders wechseln. Das war ein ganz schönes Gefummel bei dem ersten. Ich werde jetzt hier, alles komplett auseinandernehmen, dass ich da leichter rankomme. Das ist also echt umständlich. Wenn man das alles komplett ausbaut, ist es wesentlich einfacher. Und so wollen wir das dann auch machen. Und zwar muss ich hier unten noch den hier auch noch rausholen. Ist der nur geklemmt? Ja, der ist nur geklemmt. Das ist schon mal gut. Ja. Also das Ladeteil hier unten, ne? So, ich mach mal aus und dann fummel ich das auch mal raus. Bin hier gerade dabei, das hier rauszufummeln, hier dieses Ladeteil. Den Pluspol habe ich übrigens jetzt mal abgeschnitten, sicherheitshalber. So, das ist hier unten einmal geklemmt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier vorne. Ah, scheiße.
Das ist hier einmal unten eingeklemmt und rechts und links verklipst. Das heißt also, wenn ich jetzt hier drücke, müsst ihr das ganze Teil rauskriegen können. Rausdrücken können. Aha, siehst du? Und hier unten rausziehen. Yes. So, das ist schon mal gut. Dann wollen wir hier nochmal. Weil dann lassen sich die Akkus einfach reinlöten, ne? Muss ich auch noch rausfummeln hier. Zack. Zack. So, und dann haben wir hier die gesamte Elektronik mit der ganzen Kabellage draußen. So, jetzt nochmal so einen Haken hier. Lass mal gucken, wofür ist der. Achso, wollen die Kabel da reingehen. Und wichtig. Zack. Jetzt haben wir die ganzen Kladderadatsch hier draußen. So, damit können wir natürlich jetzt wesentlich einfacher arbeiten. Wie ihr seht hier, ne? So, hier ist Plus. Plus sitzt übrigens hier vorne dran. Also hier. Dann gehe ich mal mit euch dichter ran. Das habe ich rausgefunden hier. Dich. Hier. Plus. Plus. Geht hier längs. Das hole ich hier mal raus. Nachher, das löte ich nachher wieder zusammen, ne? So. Das ist Plus. Geht hier vorne ran. Hier. Und Minus geht hier ran. Hier sitzt der Minuspol. So. Das heißt also, wenn ich hier messe, ich mache das mal. Hier mess und hier. Dann müsste ich meine 20 Volt haben. Ja. Habe ich auch. Ist ein bisschen schwierig. Ich müsste das hier mal ein bisschen abisolieren. So. Besser messen. Einmal hier und einmal hier. Dann haben wir hier 20,7 Volt. Das ist schon mal anständig, 20,7 Volt, aber nichtsdestotrotz, die Akkus sind hin. Gut, also haben wir hier 20,7 Volt drauf liegen. So, und jetzt haben wir auch nicht die Gefahr wegen Kurzschlüsse oder sonst irgendwie was. Alles schick hier, ne? So, was machen wir als erstes? Ja, warum habe ich das jetzt hier ausgebaut? Möchte ich euch mal zeigen. So, pass auf, das bleibt hier, das bleibt auch hier. Das ist hier natürlich das Anschlussteil hin für den Lader. Und ich werde dann zusätzlich hier den Stecker abmachen. Ja, der ist ja natürlich, genau. Ja, warum habe ich das abgemacht? Weil ihr seht es hier. Na, hier kann man es nicht sehen. Warte mal, wo kann man es besser sehen? Hier, genau. Hier sind zwei Strippen. Hier sind zwei Strippen angedeutet, Pluspol. Und dann geht das natürlich weiter zu dem Stecker hier noch ein Kabel, ein rotes. Das ist natürlich für die Akkus werden hier einzeln überwacht. Upsala. Die Akkus werden einzeln überwacht. Deswegen haben wir hier, wie ihr seht, fünf Kabel. Und jeder Akku hat ein eigenes Kabel sozusagen. Jo. So sieht's aus. Und das ist alles ein bisschen fummelig. Hier seht ihr es auch. Hier gehen nämlich zwei grüne hier unten ran. Ein grüner und noch ein grüner. Ja, zwei grüne. Einmal ist die Stromversorgung sozusagen für den Motor oder für die Elektronik hier. Und das zweite ist eben die Ladesteuerleitung. Ne? Und hier hinten ist es ein bisschen, ist es einfach. Ist relativ kompakt. Aber hier vorne ist es echt Fummelscheiß. Ne? Und so ist es einfach besser. So kann man einfach viel besser arbeiten und die Akkus austauschen. Das werde ich jetzt mal machen.
Also das Arbeiten geht viel besser, wenn das hier alles so ein bisschen zerlegt ist, ne? Das ist das. Und dann kommt hier noch die letzte Strippe. Die ist ziemlich kurz. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Tonne. So. Und ich versuche das hier immer so zu lösen, dass ich den Rest sozusagen wieder nutzen kann zum Anlöten hier. Genau. Dass ich hier so eine kleine Lötfahne noch dran lasse, ne? Zack. So. Wunderbar. Den nabbel ich nochmal gerade. So. Und dann fummel ich das hier mal raus, dass wir ein bisschen mehr Futter haben hier. Ran. So. Und dann hauen wir den hier unten ran. Ein bisschen fummelig. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Fest. Wunderbar. Einklappen. Und Pfropfen drauf. Der klebt nicht mehr. Dann wird den hier. Klebt auch nicht richtig, aber ist egal. So. Und das Ganze dann wieder hier irgendwie reinfummeln. Die Grünen müssen hier oben rüber. So, und das fummel ich jetzt hier so rein. Das Unterteil fummel ich hier rein. So, das sieht auch alles schon recht anständig aus, wie ich finde. Gerne noch mal ein Klemmen hier. So. Okay. Gut. Jetzt sind wir, haben alle 5 Akkus gewechselt. Jetzt messe ich noch mal die Spannung. Die müsste immer noch bei 18, um die 18 Volt liegen. Wo ist mein Plus hier? Habe ich jetzt nach jedem Akkuwechsel habe ich dann immer die Spannung gemessen, ne? Zu gucken, sind wir noch auf Kurs. Jo, 17,9. Wunderbar. Ich glaube, wir sind fertig, meine Lieben. Nun können wir das alles wieder zusammenbauen. Nee, halt. Ich muss den Plus noch anlöten hier. Ich muss den Plus noch anlöten. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wie rum saß das. So, ne? Rum. Und dann löten wir den hier wieder zusammen.
bisschen Schrumpfschlauch. Jo, wunderbar. Heften wir das mal hier schnell zusammen. Wunderbar, läuft. Gut, da machen wir uns jetzt keine Gedanken. Okay. So, jetzt bauen wir das alles wieder zusammen. Bekommt keinen Schreck, wenn hier die LED blinkt. Hier vorne. Weil die vorgeladenen Akkus sind nämlich fast leer. Also die sind nur auf Lagerspannung. Die sind zu gering von der Spannung. Die müssen dann einmal durchgeladen werden. Also er springt ein, zweimal ganz kurz an und dann geht er aus. Ich habe gerade getestet. Ich habe ihn auf die Ladeablage gepackt. Eine halbe Stunde und dann lief er wieder. So, jetzt müssen wir gucken, wegen ab. So, schauen wir mal. Ist ab, wäre so. So ist ab. Genau. Die hier unten hier wieder rein. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Zack. So, das sieht noch besser aus. Kabel hier schon verstauen. Ja, auch. So, das ziehen wir jetzt hier wieder an. Ups. Also, easy peasy hier. Und das ist eine ganz gute Idee, hier alles komplett zu zerlegen. Macht es so. Habe ich beim ersten Sauger nicht gemacht. Das war ein großer Fehler. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Deckel jetzt raufpasst. Sollte das eigentlich passen? Jo, jetzt passt das hier auch schon. Wunderbar. Hier wird das einfach nur zusammengeklipst. Und hier vorne von den Schrauben gehalten. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier die 5 Schrauben wieder rein. Die Gehäuseschrauben. 3, 4, 5. So, dann schrauben wir die an, laden den Akku einmal durch und dann ist alles schick. So, gucken. Ups. So. Ist er bündig? Kann ich ja lange drehen. Ich seppel, da ist gar keine Schraube drin. Ja, jetzt haben wir sie. Ich wundere mich schon. Was ist das für eine Endlosschraube hier?
So. Jetzt zieht er das hier auch schön zusammen. Ja. Und jetzt hier noch mit dem Griff. Ja, geht hier nicht auf. Hier mit dem Griff. Ja, dürft ihr euch also nicht wundern, wenn ihr ihn einmal startet und beim zweiten Mal startet er nicht mehr. Ja, das liegt einfach daran, dass die Akkus dadurch, dass ich sie nicht vorgeladen habe, sondern einfach so nur durchgemessen habe, bis sie alle identisch sind. Upsala. So. Da. Zack. So, dann haben wir jetzt wieder alles schön zusammengeschraubt. Glänzt wieder wie ein Judenei, das Teil. Ja, das liegt noch alles zum Trocknen. Hier könnte ich auch noch mal ein bisschen sauber machen. Jo, also funktioniert. Wunderbar. So, und das Ding packe ich jetzt, so wie er ist, auf die Ladestation und lasse ihn einmal voll aufladen. Dauert ungefähr 4 Stunden. So, Peace, haut rein, zurück auf die Couch. So, meine lieben Freunde, habt ihr gesehen? Also kein Hexenwerk, das ist also, ich sage jetzt einfach mal, relativ einfach. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, Kurzschlussgefahr. Hier steht auch noch drin, Achtung, Gefahrenhinweise. Bei unsachgemäßer Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus, zerlegen, zerbrechen, überhitzen, überlasten, überladen, tiefenladen, kurzschließen, können diese explodieren und Brände verursachen. Die Dinger sind brandgefährlich, also geht mit den Dingern vorsichtig um. Ihr habt das ja auch gesehen, ich habe da auch nicht extrem rumgehunzt mit den Teilen. Also so ein 1,2 Volt Akku hier bei dem alten System, okay, der wird schon heiß, wenn man da einen Kurzschluss fabriziert. Aber die hier, die gehen richtig hart ab. Also die müsst ihr dann aus dem Fenster schmeißen, wenn da irgendwas passiert. Ne? Also ein Fenster in der Nähe, dass ihr sie rausschmeißen könnt irgendwie. Und irgendwie ein Handschuh oder sowas. Weil ihr könnt sie nachher auch nicht mehr anfassen. Die werden so kochend heiß. Und dann fliegen die einem irgendwann in die Luft, ne? Wenn es einen kurzen geben sollte. Und wie gesagt, das ist ein Datenblatt hier. Achtung, Achtung. Lithium 18650er Zellen mit Vorsicht zu genießen. So, und die Dinge haben wir jetzt hier eingebaut. Und da gab es natürlich ein... Jetzt war doch der Akku hier in meiner Kamera leer. Gewechselt, weiter geht's. Also, wenn ihr die Akkus einbaut oder wenn ihr die ausbaut, schreibt euch genau auf oder macht ein Foto mit eurem Handy oder zwei Fotos. Welches Kabel, welche Farbe am Plus sitzt und welches Kabel, beziehungsweise, ja, Plural, welche Kabel, sind aber einigen, sind es ja zwei, am Minuspol sitzen. Macht da keine Fehler. Passt da genau auf, wo ihr was anlötet. Es muss genauso sein wie vorher, wie es bei den Dingern hier auch war. Wenn hier ein blaues ist, dann kommt da auch ein blaues ran. Und wenn hier unten ein braunes ist, kommt da ein braunes ran. Oder zwei weiße, dann kommt da zwei weiße ran an den Minuspol. Wie ist so eine Lithium 18650er Zelle aufgebaut? Okay, hier ist der Pluspol. Hier seht ihr das Weiße. Das ist eigentlich nur so ein Isolator, damit man nicht zufällig einen Kurzschluss fabriziert. Weil nämlich hier hinten unter diesem Isolator fängt ihm schon, das ist alles komplett Metall. Und dieses Metall hier unten, das ist Minus. Und das ist nur abgesetzt von diesem kleinen Nubbel hier oben, das ist Plus. Und da dürft ihr auf keinen Fall einen Kurzschluss fabrizieren. Ganz, ganz wichtig. Ich habe die Zellen eingebaut, ohne sie geladen zu haben. Ich habe alle 5 Zellen durchgemessen. Sie hatten alle bis auf 2 Stellen hinterm Komma, ich sage jetzt einfach mal 3,52 Volt und hatten alle 5. Also wunderbar, hatten alle den gleichen Ladezustand, also eher im unteren Bereich. Und nachdem ich die eingelötet habe, wollte ich natürlich einen Funktionstest machen, habe das Ganze mal eingeschaltet und ausgeschaltet. Einmal funktioniert es funktioniert ein zweites Mal und dann beim dritten Mal blinkt diese LED hier unten. Immer wenn ich ihn eingeschaltet habe, jetzt zeigt er ja natürlich, wenn ich ihn einschalte, zeigt er an voll. Nachdem ich die Akkus frisch angeliefert und verlötet, konnte ich den Staubsauger nicht anmachen. Immer wenn ich ihn angeschaltet habe, blinkt hier unten eine LED. Und das bedeutet, wenn die blinkt, die hört dann noch nicht mal auf. Bis ihr wieder den Knopf drückt, dann hört sie auf. Das bedeutet nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern wenn diese LED blinkt, bedeutet Akku leer. Dann ladet bitte danach 15 Minuten lang, stellt das Ding 15 Minuten lang in die Ladeablage, dass die Spannung raufgeht. Weil der Akkusauger ab einer gewissen Spannung, ab einer gewissen Schaltschwelle, schaltet er nachher ab und sagt, blinkt hier unten, dieses eine Ding blinkt. Und sagt quasi, also signalisiert einem damit, Achtung, Akku muss aufgeladen werden. Und das war auch bei mir der Fall. Bei beiden Staubsaugern, bei dem und bei dem. Und nach 15 Minuten war dann
startete er wieder. War alles okay. Gut, ich habe den natürlich in die Ladeablage gestellt und dann hat er 3 Stunden aufgeladen. Also der ist jetzt wirklich knacke voll, ne? Also nach 3 Stunden in der Ladeablage, man sieht es ja auch an der Anzeige, die geht dann immer höher, bis er nachher ausschaltet und dann hat er nach einer Minute, wenn der Akku voll ist, nach einer Minute leuchten alle einmal kurz auf und gehen wieder aus. Das macht er einmal pro Minute. Einmal alle 4 LEDs gehen an und dann schaltet, dann dimmt er sie wieder runter. Dann wartet man wieder eine Minute, dann gehen wieder alle 4 an und dann dimmt er wieder runter. Also so wie es bei dem Akku kennt, bei eurem Sauger kennt, wenn ihr den ja schon länger habt. Ja, einer blinken und er springt nicht an, bedeutet, Akkus müssen geladen werden. Und das war bei mir bei beiden Akkus so, wie ich sie von akkuteile.de gekriegt habe. Die waren spannungsseitig in einer Situation, dass der Staubsauger einfach zu wenig Spannung hatte. Die waren einfach nicht voll geladen, die waren also relativ entladen. Und spannungsseitig lag ich da, glaube ich, nachher, nach meinem ersten Test bei 15 Volt. Das ist einfach zu wenig. Ne? Und wenn die voll geladen sind, könnt ihr euch ausrechnen, 4,2 mal 5, das, dann liegen wir bei 21 Volt. Ne? Dann ist es wirklich vollgeladen und dann arbeitet er runter, wahrscheinlich bis 15 Volt und dann schaltet er irgendwann ab. Ne? Sicherheitshalber, um die Akkus nicht tief zu entladen, weil das mögen sie auch nicht. Ja, und jede von den 5 Zellen wird hier sozusagen einzeln geladen in dem Teil und die Ladeelektronik passt eben auf und balanciert die ganzen Geschichten, also lädt jeden einzelnen Akku für sich. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Also das ist schon relativ anständig gelöst von AEG. Gut, haben wir das alles durch, meine lieben Freunde. Also das war es im Grunde genommen, das war mir ein Bedürfnis, euch hier alles zu zeigen an diesem Akku-Staubsauger, insbesondere diesem Lithium-Ionen-Modell. Bin ich wirklich schwer begeistert. Ich habe ja natürlich einen Test gemacht. Und zwar habe ich unten, habe ich sehr hochflorige Teppiche, habe ich mit meinem alten 8,5 Jahre 12-Volt-System mit dem Nickel-Metall-Hydrid funktioniert natürlich einmal frei. Das war jetzt Power, ne? Habe ich gesaugt. An die gleichen Stellen, da war der Staubbehälter nachher auch schon wieder ganz gut gefüllt, und an den gleichen Stellen, wo ich vorher gesaugt habe mit dem Teil, habe ich mit dem dann nochmal nachgesaugt. Ihr hört es, das Ding hat wesentlich mehr Feuer. Und die Bürstenrolle hier ist hier auch ganz anders. Also das, die erzeugt so eine Art Mini-Klopfen, wenn man darüber geht. Man spürt es richtig, dass die Bürste richtig arbeitet. Und die holt richtig was aus dem Teppich noch raus. Also ich habe an der gleichen Stelle, wo ich vorher mit dem alten gesaugt habe, mit dem neuen nochmal rüber gesaugt und war erstaunt, dass ich hier nur... Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier viel Dreck in dem Behälter finde. Den habe ich vorher sauber gemacht. Und ja, dann da nochmal rüber gesaugt, über die gleiche Ebene, wo ich mit dem alten entgange war. Und der Staubbehälter war halb voll. Ne? Also unglaublich, was der da noch rausgezogen hat, auch aus der Tiefe. Also das ist echt ein tolles System, ne? Bin ich echt schwer begeistert. Also geile Systeme, die schocken, ne? Und nicht nur ich bin schwer begeistert, auch alle, die hier im Haushalt mit sind super begeistert. Die nutzt, also im Vergleich dazu, ich will nicht sagen, das ist Müll, der funktioniert echt gut, sonst hätte ich den nicht 8,5 Jahre jeden Tag im Einsatz. Aber der hier, der ist die Bombe, ne? Der ist echt die Krönung. Das Ding ist richtig geil. Der macht richtig Laune und hat richtig Feuer. Der hat richtig Feuer und auch dieses neue Bürstensystem hier unten ist richtig geil. Was er natürlich ja auch hat, hier ist noch so ein Knopf, hier steht Press drauf. Seht ihr das hier vorne? Da kann man mit dem Fuß drauf gehen. Man macht ihn an, geht mit dem Fuß drauf und dann hat man hier unten so eine Art Rasiermesser oder so, was so hochklappt, wo zum Beispiel so Fussel und Haare, die sich hier so verfangen und so reindrehen, die cuttet er damit. Das funktioniert auch, aber nicht wirklich gut. Also es funktioniert, aber können. Also perfekt ist es nicht, ne? Aber es ist eine ganz witzige Geschichte, wenn man sieht, dass jede Menge Zeug und jede Menge lange Frauenhaare. Dann lässt man ihn einfach laufen, drückt hier drauf. Das hört man auch. Warte mal. So, ich schneide ihn mal an. Habt ihr gesehen, da flog auch gerade was weg. Das ist hier ist das schon zu sehen hier. Moment. Da flog auch gerade was weg. Und das liegt jetzt hier auf dem Tisch. Das sauge ich mal weg. Zack. Schon geil. Das Ding ist echt cool. So, meine lieben Freunde, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Also, solltet ihr ein CX7 haben, ja, CX7 heißen die Teile. Also ein Li 35
oder ein CX-7. Die sind ja alle ziemlich baugleich. Das ist alles die gleiche Grütze. Bloß eben leicht modifiziert. Ne? Aber im Grunde genommen ist das alles das Gleiche. Solltet ihr so ein Ding haben, ja, habe ich euch jetzt alles gezeigt, was wichtig ist an dem System. So, die Bürste rein. Habe ich euch jetzt alles gezeigt, was wichtig ist an dem System und wie man das Ganze so in Schuss hält, dass es lange, lange funktioniert und man auch wieder 8,5 Jahre Spaß mit den Teilen hat. Ja, jetzt habe ich 3 Stück von den Teilen hier. Brauche ich gar nicht. Okay, den schicke ich jetzt erstmal in Rente. Also den werde ich jetzt, auch wenn er noch gut funktioniert, werde ich erstmal nicht mehr benutzen, weil das Unterschied so groß ist, hätte ich nicht gedacht, weil das Ding ist jetzt hier in der Family das absolute Traumteil, weil der echt toll funktioniert. Ne? Und vor allem, man kann ihn irgendwo hinstellen, das ist das Schöne. Man kann ihn hier so hinpacken und upsala, man kann ihn hier so hinpacken und er bleibt stehen. Ne? Also das ist echt toll. Ne? Man saugt, packt ihn einfach, stellt ihn hin, ohne Ladeablage und dann bleibt er stehen. Ne? Echt super. Und dann schnappt man sich den wieder und dann macht man weiter. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz ausgezeichnet, ne? Bin ich also echt happy, ne? Bin ich echt happy, weil macht Böge das Teil, ne? Echt Böge das Teil. Ja, reg dich nicht auf. Du kommst nachher wieder zum Einsatz. Ja, haben wir alles durchgearbeitet. Bürstenrolle, Schlauch, Motor und die Akkus gewechselt. Ja, mir geht nicht, ne? Also gingen noch ein paar Sachen weiter, aber der Rest ist unkritisch. Der Rest funktioniert für die Ewigkeit. Also da kann eigentlich nichts passieren. So, nach diesem Video fange ich dann an. Ich habe schon mal wieder aus einer Batterietonne, habe ich hier wieder sowas gerettet. Hier ist auch eine 18650er Zelle drin. Wollen wir mal gucken, ob die noch in Ordnung ist. Auch so ein Power-Tool habe ich letztens 2 18650er Samsung-Zellen rausgewühlt aus so einem Teil. Beide voll in Ordnung, ne? Ist wahrscheinlich das Akku-Werkzeug kaputt gegangen und dann hat derjenige gesagt, was soll ich jetzt mit dem Akku? War der in die Tonne? Ja, Perl hat sich das Ding gegriffen, zerlegt, durchgemessen, astrein, ne? Soll ich euch das mal zeigen? Ja, zeige ich euch mal die beiden Zellen. Das mache ich immer, das wisst ihr aber auch. Oder die schlanken Zuschauer bei mir wissen das. Genau, hier habe ich eine. Hier ist die zweite. Genau. Diese beiden Zellen waren in so einem ähnlichen Power-Tool hier drin. Hier, das sind auch irgendwelche Samsung-Zellen, glaube ich. Nee, warte mal, das waren Kunions. Da sind sogar Kunions verbaut. Ja, 1500 mA und 1500 mA. Also, die waren beide so verschaltet. Irgendwie als 7,4-Volt-System für, ich weiß nicht, Akkuschrauber oder sonst irgendwas. Und die beiden Zellen sind noch voll in Ordnung. Ne? Die haben auch, sind geredet mit 1500 und haben beide haben immer noch 1500, also die sind einwandfrei, die Teile. Ne? Jo. Kann man immer gut gebrauchen, kann man in eine Powerbank einbauen zum Beispiel. Oder sonst irgendwas damit fabrizieren. Genauso wie mit denen, die ich aus dem ersten Akku hier, dem schlechten Akkusauger rausgeholt habe. Die verwende ich auch noch weiter. Das sind 5 Stück, da kann ich mir jetzt eine Powerbank für 1,60 € bestellen und dann packe ich die da rein. Da habe ich eine Powerbank mit wie viel Milliampere? Mal gucken hier. 5 mal, das sind 5000. 7000 Milliampere. Bei 3,7 Volt, 4 Volt, 3,7. Mit 7000 Milliampere. Jo. Kann man weiterverwenden. Alle schick. Haben alle die gleiche Kapazität. Muss man ja nicht wegschmeißen. Ne? Und dann baut man diese Powerbank ein. Für 2 Euro hatte ich auch schon ein paar in China bestellt. Ich hatte euch ja mal gezeigt. Habe ich hier oben noch eine? Ich glaube ja. Da sind die alle drin. Ja, hier sie. Hier habe ich die Powerbank. Sogar noch die Schutzfolie drauf. Unglaublich, ne? Mit Taschenlampe und dem ganzen Scheiß, ne? Warte mal, wo ist die Taschenlampe? Wie aktiviere ich die? Hier. Wem ging das Ding an? Da gab es einen Trick. Ja, hier. Leuchtet die Taschenlampe. Wieder 2 Sekunden warten. Dann geht es wieder aus, ja. Und hier seht ihr das auch schon. 100% zeige ich da hier an. Also voll geladen, das Teil. Und das ist im Grunde genommen auch nichts anderes. Jetzt war noch die Speicherkarte voll. 128 GB. Meine lieben Freunde, ei, ei, ei.
Ja, also Powerbank habt ihr gerade gesehen. Also man kann die Dinger in der Powerbank einbauen. Ja, warum habe ich das Gehäuse nicht aufgekriegt? Ja, hinten an dem Gehäuse sind so eine Gummi, vier Gumminubbis drin. Das ist verschraubt. Das ist gar nicht geklipst, das ist verschraubt. Fällt mir jetzt gerade so ein. Wo ich mir das eben gerade noch angeguckt habe, ne? Wo ich die Speicherkarte so ein bisschen umkopiert habe. Ich denke, wieso kriegst du das nicht auf? Und ja klar, es sind Schrauben unter diesen Gummifüßen und den Gumminubbis. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ja, hier seht ihr das. Hier könnt ihr das sehen. Also eigentlich fast nicht. Hier vorne seht ihr 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr diese Gummis hier rausfummelt, diese Blindstopfen, da seht ihr, findet ihr kleine Schrauben. Das habe ich nämlich noch verschraubt. Das ist schon so lange her, das weiß ich schon gar nicht mehr. Jo. Und dann kriegt ihr das Ganze auch auseinander. Aber ich schraube es jetzt nicht auseinander für euch. Ja, die Links zu dieser, zu der blauen Dyson, zu dem Dyson-Schlauch, findet ihr unter dem Video bei AliExpress für kleines Geld. Für 5,29 bestellt auch zwei. Dann habt ihr einen zum Spielen. Falls ihr einen versaut, dann vermauert, dann habt ihr immer noch einen zweiten. Dann wisst ihr, was ihr bei mir sind falsch gemacht habt. Ja, und sonst, das ist der einzige Link, den ihr eigentlich braucht. Und vielleicht noch den Link zu agoteile.de, wo ich meine Samsung-Zellen, die 2000 mAh bestellt habe. Ich hab gestern geguckt, kostet immer noch das Gleiche. Sie kosten, warte mal. Nee, sie sind sogar günstiger. Warte mal, sie sind sogar günstiger. Die Originalen, die vorher in dem Akkusauger drin waren, kosten 4,35 mit Mehrwertsteuer und hier kosten sie 3,84. 3,84 €. 61 Cent sind davon Mehrwertsteuer. Also 3,84 seid ihr sogar noch günstiger. Nicht deutlich. 5 Stück. Habt ihr 2,50 € gespart. Also ihr spart noch 2,50 € und ja, sozusagen den halben Versand und habt größere leistungsfähigere Akkus. Verlinke ich euch auch unter dem Video von agoteile.de. Da bestelle ich meine 18650er schon seit Ewigkeiten. Funktioniert wunderbar. Versandkosten sind ein bisschen hoch, wie ich finde. Das habe ich an Versand bezahlt. Das war Versandkosten netto brutto. Warte mal. Versand war... Haben die auch eine Brutto-Angabe hier? Warenwert, Brutto, Netto, Versandkosten, Netto, Zwischensumme, Netto. Versandkosten, Brutto, 4,90 €, das geht auch noch. Also 4,90 €. Vielleicht findet ihr dann noch ein Ladegerät oder irgendwas, was ihr noch zusätzlich braucht, dann ist das noch ein Abwaschner. Die haben da viele gute Sachen in dem Shop. Agoteile.de, kann ich echt empfehlen. So, meine Lieben. Wieso? Oder ihr bestellt euch gleich 10 Stück. Könnt ihr auch machen. 5 verbaut ihr und 5 behaltet ihr nochmal auf Reserve für den nächsten Wechsel. Lasst sie in dieser Lagerspannung paschen und dann könnt ihr sie auch ein paar Jahre liegen lassen, ohne dass die Akkus da irgendwie massiv bei altern. Jo, macht wie ihr wollt. Mir ist es kackegal. Ja, also, wir beenden dieses Video jetzt langsam. Solltet ihr noch kein Abo in diesem Channel haben, ja, lasst mir ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Macht die Klingel an. Dann werdet ihr immer informiert, wenn Perle wieder irgendwelchen neuen Unsinn hochgeladen hat. Und ansonsten kann ich nur sagen, von mir kriegt ihr 2 Daumen nach oben. Dieser Channel geht hart ab, aber es sind nur einige Videos, die momentan echt massiv geklickt werden. Ja, meine Archivvideos sozusagen. Ich sage ja, dieses Video ist wahrscheinlich genauso. Dieses Video werden sich auch wenig angucken, sondern nur Leute, die danach googeln. Die Probleme haben mit ihrer Bürste, die Probleme haben mit dem Schlauch, die Probleme haben mit den Akkus, geringe Laufzeit und die wissen wollen, wie es geht. Ja, diese Leute sind hiermit herzlich gegrüßt. Gut, wollen wir mal schauen in 5 Jahren, wie viel Klicks dieses Video haben wird. Aber ich nehme an, doch einige tausend. mal schauen. Wir werden, in 5 Jahren sprechen wir uns wieder. Auch sollte hier irgendwas was anderes reparaturbedürftig sein, was ich aber persönlich nicht glaube. Also die Dinger sind echt langlebig, ne? Aber man muss sie pflegen, das ist eben entscheidend. Man darf sie nicht runterrocken, bis sie danach auseinanderfallen. Also das ist der falsche Weg. Hin und wieder mal ein bisschen Pflege. Und die Dinger, ich meine, das beste Beispiel ist das hier. Der funktioniert immer noch, ne? Achteinhalb Jahre ist das Ding alt, ne? Unglaublich.
Hätte ich endlich nicht erwartet, dass das Teil so alt wird. Aber auch hier habe ich immer ein bisschen Pflege reingesteckt. Aber da war eben das einzige Problem, die richtigen Akkus zu finden. Ne? Dass man da einen guten Kompromiss aus Ladehüben findet und Leistung. 1900er von Ikea. Echt Empfehlung. Gut, sind wir durch. Und bei denen ist das ja, hatte ich euch ja gesagt, unter dem Video findet ihr den Link zu denen. Zu argeteile.de, was für Akkus ihr dafür braucht. Ne? Für den CX7. Meine lieben Freunde, beziehungsweise hier, der heißt Power 35. Hier könnt ihr nochmal aufgucken, wie das Ding eigentlich heißt. Hier steht drauf AG 35 Power. Mach ich mal hier raus. So, dass ihr lesen kann. Bei dem anderen Modell, das ist aber baugleich, steht noch ein bisschen mehr. Hier steht drauf AG 35 Power, AG 3212 und AG 3012. Warum das hier auch nochmal ein bisschen anders spezifiziert ist, weiß ich nicht. Es ist genau das gleiche Modell, ne? Also AEG hat für ihre Modelle wahrscheinlich unterschiedliche Namen. Gut. Es ist, wie es ist. Kann ich auch nicht ändern. So. Hiermit beende ich das Video. Wir sind fertig. Trink nochmal einen Schluck Bier. Ich könnte natürlich auch ein bisschen hohes C hier trinken. Für 99 Cent gekauft, war mal im Angebot. Ich trinke mal ein bisschen hohes C. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber so muss ich ein bisschen aufpassen mit diesen Säften. Insbesondere mit dem Orangensaft, sondern mein Zahnarzt rum, ne? Weil das macht die Zähne kaputt. Durch die Säuren. So, ich trinke jetzt und sag Peace, haut rein, tschüss und bis zum nächsten Video. Prost. Hohes C. Juhu. War jetzt aus.